Ba, 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 Baby Bell. Ba, ba, ba. Die Dreh ist gut. Die Pläne. Ja, meine heutigen Helden. Heutigen. Nur heute. Was war mit gestern? War gestern dein Held? Wer war es gestern? Und wer ist es morgen? Und übergestern? So, wir spielen auf Deutsch. Das ist eine gute Idee. Überleben. Eins. Ja. Schwierigkeit. Artenressourcen machen wir. Reichlich. Mäßig. Ja, machen wir mäßig. Prägen. Prägen mit Ä. Kartengröße normal, Kriegsnähe machen wir aus. So, Familie anpassen. So, wen haben wir? Wir haben ja vier Leute. So, wir haben hier einmal Ted. Wir nehmen die aus 60 Sekunden. Heute ganz besonders, bin seit 13 Stunden auf der Arbeit und ihr rettet mir den Abend. Bist immer noch auf Arbeit, oder? 13 Stunden, was machst du? Nicht Politiker. 13 Stunden, so. Ted hat meistens so ein beiges Shirt. Ich bin ich das da, sowas. Hose. So. Ich noch ein bisschen dicker machen? Bist du noch etwas dicker? Und er hat sehr helle Haut. Oh, ist schwarzer Rat. Haarfarbe. Schwarz. Kopftyp. Ja, Körpertyp. Körpertyp. Ist eigentlich eher bullig. Ja. Er hat ja eine Krawatte. Landwirtin. Landwirt. Und du bist auf dem Feld. Du sitzt gerade auf dem Trecker und pflügst den Mais. Beine. Beine Hammer. Beine hat er, ja. Beine hat er. Nimm mal die. Merkmale. Hygienisch. Kleiner Appetit. Mutig. Tiefer Schlaf. Proaktiv. Geschickt. Optimistisch. Ja, das mache ich, das optimistisch mache ich bei Timmy. Sparsam. Okay, er ist sparsam. Komm. Sportlich gebildet, wohlerzogen, brutal, ausgewogen, logisch. Okay, wir machen Ted mal logisch. Das klingt logisch. Entschuldigung. So, dann haben wir Dolores. Dolores. Die hat immer auch so ein beiges. Die hat auch so ein beiges Ding an. Ja, so eins hier. Unterteil hatte die. Eigentlich hatte die einen Rock. Warte mal, Beine? Er hatte eigentlich so ein Röckchen an. Kann ich einen Rock anziehen? Na, mach mal kurze Hose. Kopftyp? Nee, sitzt in der Waage und schreibt die Gewichte vom Mais. Im Trecker sitze ich morgen wieder. Ach, an der. Ich. Ja, auf der Waage. Ich wollte gerade mal überlegen, warum? Sitzt an der Waage und schreibt die Gewichte vom Mais. Du wiegst jetzt jeden Maiskolben einzeln. Wie macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Landwirtschaftssimulator 2 gespielt. Mehr weiß ich leider nicht. Hautfarbe. Die ist auch so ein helles Ding. Unterteilfarbe war weiß bei ihr. So. Eigentlich hat die ein Schürzchen an, aber gut, das haben wir jetzt gerade nicht. Kopftyp. Ja, das passt. Ja, das passt. Merkmale optimistisch. Mutter ist. Die macht ja gerne Yoga, ne? Kommt, kleiner Appetit, so ein dünnes Ding. Zwarte, ja, stimmt, die hatte rote Haare, Haarfarbe. Ja, das. Ja, die eigentlich hat sie orange. Ah, komm, wir nehmen das hier. Eigentlich noch heller. Ah, das könnte passen. So, wohlerzogen, gebildet, sportlich. Sie ist eher sportlich, sie macht Yoga. Sparta, hi, guten Abend. Nein, keine Körner, das ist gehäckselt und ich nehme die Gewichte vom Gespann. Ah, okay. Ja, du, ich kenne nur das vom Spiel. Ne? Ich habe den Mais immer überfahren und dann war er plötzlich da. Ja, so, weiter. So, das ist Timmy. Baby Jane, machen wir gleich Timmy. So, Timmy hat
Haarfarbe, hat dieselben Haare wie Mutter. Auch eigentlich auch so gelb, so rötlich. Der hat ja so rote Haare, die haben wir hier nicht. Ja komm, den geben wir dem rot. Wie geht's? Gut. Und selbst? Der hatte eine kurze Hose. Körpertyp, Beine. Der hatte eine kurze Hose an. Der hatte eigentlich Träger. Hosenträger, die gibt's hier wahrscheinlich nicht. Na, geben wir ihm das. Kopftyp. Ist ja eigentlich so ein... Ja, so. Ja, das passt. Haarfarbe, gibt's hier echt nicht noch ein bisschen gelb? Gelblicher? Ah, komm, nimm mal rot. Absolut gar nicht. Gut, mein Kater wurde heute Morgen vom Auto überfahren. An oder über? Oh je. Das ist nicht gut. Tut mir ja leid. Tut mir ja leid. Oh je. Timmy ist mutig. Timmy ist mutig und ausgeglichen, ungestüm, eloquent, hochbegabt. Timmy ist hochbegabt, ja. So, und dann haben wir noch Mary Jane. So, Mary Jane hat auch eine kurze Hose, Körpertyp. Ja, eher so. Oh Gott. Oh je. Das ist nicht gut. Oh, schwarze Haare. Hautfarbe passt. Unterteilfarbe. Kann denn sowas passieren? Das darf nicht passieren. Oberteilfarbe ist hell. Merkmale. Ich müsste ihr geben, sehr hungrig oder sowas. Mutig, tiefer Schlaf. Oh, mit Kätzchen. Vielen Dank. Ja. Aber darf nicht passieren. Was? Bin ich gar nicht. Oh. Nein. Ja, was soll ich jetzt sagen? Mir tut das leid. Das ist scheiße, sowas. Sowas darf nicht passieren. Meine ist auch überfahren worden. Vor Jahren. Ja, Morgit, guten Abend. Aber ich kann ja jetzt nicht aufhören hier. Was soll ich denn machen? Mir tut das sehr leid. Ich hoffe, ich... Ja, also. Janos, danke schön. Ich weiß nicht, ob ich dich aufmuntern kann. Ich sag nix. So. Tiefer Schlaf. Mach's da... Nee, tiefer Schlaf nicht. Proaktiv, komm. Ausgeglichen. Mach mal sie ausgeglichen. So. Die Familie Lee. Nee. Wie hieß die Familie denn? Bei 60 Seconds. Hatte die einen Name? Hatte die einen Name? Ted? Ted, die hatten keinen Namen, ne? Dann nennen wir sie, Familie, ich muss mich halt... Ich hoffe, ich kann dir helfen. Ich hoffe, das lenkt sich ab. Wir brauchen Familiennamen. Hier, für die Familie aus 60 Sekunden. Die hatten leider keinen Nachnamen. Ich wüsste es jetzt zumindest nicht. Immer denn. Aber wir können aber gerade übers Haustier. Die haben eine Katze. Oder ein Fisch. Oder eine Schlange. Ein Pferd. Ein Hund. Wir nehmen eine Katze und nennen sie... Die hatten noch eine Katze, ne? Die Katze hier hieß... Scharikow, genau. Scharikow. So. Farbe passt auch. Familie... Familie Lee kommt mir aus irgendeiner Sendung bekannt vor. Die Familie... Deutscher geht's nicht. So. Alles klar, weiter jetzt. Speichern. Danke. Weiter. Zu Torbel. Ja, nehme ich. Vielleicht erkennt ja jemand Timmy wieder. Der jetzt erst einschaltet. Ja. Am Mehrwitchen braucht noch eine Sekunde. Alles klar. Ja. Wir sind zu viert im Bunker. Das kennen wir.
Zieh dich im Schutzraum um, indem du mit dem Mauscursor Bildschirmrand bewegst oder indem du die Kamera mit den Pfeiltasten bewegst. Oder den Steuerknopf. Rein- und rauszoomen. Okay, rein- und rauszoomen kann man auch. Gut. Sieh dich gut um. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Wir haben hier Schränke. Telefon. Ist das ein Telefon? Ich habe keine Ahnung. Markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maus, um zu interagieren. Der Schutzraum wird von einem Benzingenerator mit Strom versorgt. Der ist da. Okay. Kraftstoffe zufügen. Wir haben keinen Kraftstoff. Ova, guten Abend. Danke fürs Team. Dankeschön. Dev, guten Abend. Kraftstoff hinzufügen haben wir nicht. Wir haben keinen Kraftstoff. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Medikit. Hier ist das Radio gedönt. Das kennen wir ja. So, nutze auch einen Generator. Füge dem Generator Kraftstoff hinzu. Ich habe keinen. Habe ich Kraftstoff? Warte mal. Wir fügen mal Kraftstoff hinzu. Ah, ich glaube hier oben, ne? 8. Blub, 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 blub. Da kommt der Strom. Sehr gut. So, Befehle werden derzeit ausgewählt und ausgeführt, dass oben links im Bild angezeigt wird. Der Generator muss am Laufen gehalten werden. So schnell konnte ich leider nicht lesen. Teile die Arbeit zwischen den Mitgliedern auf. Markiere Q und E kannst du durchschalten. Okay, du lowest. Reparieren Gegenstand häufig in Stand zu halten. Reparieren. Du lowest, was hinkriegt? Reparieren. So. Mal gucken, irgendjemand muss es ja machen. Mit dem Schweißbrenner. Einfach ein bisschen die Wand schweißen, dann geht das schon. Okay, sowohl das scheint über einen Gegenstand eine Reparatur nötig haben. Okay. Alles klar. So, es ist sogar wichtig, es ist noch wichtiger, sich um die Familie zu kümmern. Vergiss nicht, dass du ein markiertes Menü durchdrücken mit der linken Maustaste auswählen kannst. Okay, trinke Wasser. Er hat Durst. Obwohl, hier. Ah, hier ist ein Wasserkanister. Da ist jetzt gerade drin 15 von 30 Wasser. Mal gucken, wie viel ein Wasser braucht. Einmal trinken braucht. Bonnie B, guten Abend. Dein Ziel besteht darin, so lange wie möglich zu überleben. Du kannst erkunden, den Schutzraum vergrößern, instand halten und die Familie gesund halten. Um das zu erreichen, erkunde und sammle Ressourcen, indem du mit Hilfe des Funkgeräts eine Expedition planst. Vergrößere den Schutzraum und erstelle neue Gegenstände mit der Werkbank. Liebling, danke für die Gewichte. Worum geht's heute? Überleben. Die 60 Sekunden. Ich habe sogar die Familie aus 60 Sekunden erstellt. Wir haben Ted, Timmy, Dolores, Mary Jane und Charikov. Ja. Nächster Schritt könnte darin bestehen, zu erkunden und deine Familie zu kümmern. Gut. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein winziges Vorratsregal, einen Arzneischrank, eine kleine Kiste. Können wir ja mal Lager ansehen. Schutzraumlager. Alles klar. Was haben wir? Oh Gott, wir haben ja einiges hier. Was haben wir denn hier? Gasmasken. Verbände, Benzin, Leerkanister, Schalterplatten, Motoren, ein Eimer, Kunststoff, Nägel, Metalle, Holz, Klebeband und noch mehr Kanister. Okay. Hier schläft Charikov. Süß. So, was? Anscheinend haben wir die richtigen Teile. Alles klar, was haben wir denn hier? Notizbuch, ansehen. Gerade geschafft, jetzt haben wir nur noch uns selbst. Das sind die Mitglieder unserer Familie. Ted, Dolores, Timmy und Mary Jane und die Katze Charikov. Ich frage mich, wer vorher in diesem Schutzraum gelebt hat. Die Bewohner sind scheinbar überstützt aufgebrochen, aber sie wurden zum Aufbrechen gezwungen. Zum Glück scheint die zurückgelassenen Vorräte noch brauchbar zu sein. Wir werden versuchen, diesen Ort zu unserem Zuhause zu machen. Alles klar. Was haben wir noch hier? Wir haben das Radio. Was haben wir hier? Notizbrett. Ansehen. Ah, okay, das ist wichtig. Generator, Wasserfilter, Schutzraum, Tür. Hier kann ich mir noch die Familie angucken. Okay. Was haben wir denn hier? Toilette. Er hat Hunger. Dolores. Timmy. Mary Jane. Das geht alles, ne? Das ist alles noch im Waage. Schutzanzüge, Sprechanlage. Reparieren. Aufgaben. Du hast soeben einem Schutzraumbewohner eine Aufgabe zugewiesen. Aufgaben erscheinen neben dem Porträt des Außenwesens maximal 2 Aufgaben. Okay. Hier geht's nach oben dann wahrscheinlich. Die Frage ist, muss ich die zumachen? Und muss der die Tür dann reparieren? Ich denke mal, die werden ja repariert werden müssen, ne? Okay, der macht die. So, Timmy. Timmy könnte ja mal Frequenz abgeben. Zum Rekrutieren, zu Händler, okay. Expedition planen, das gucken wir uns gleich mal an.
Hier. Warte mal, Katze. Hat die Katze ein eigenes Dings? Nee. Die Katze brauche ich auch mal zu essen zwischendurch, ne? So ist er nicht. Hier. Die hat auch einen Fressnapf. Aber wo ist Scharikow? Der hat eben noch gepennt. Ach, der ist hier unten. Was haben wir denn hier? Eine Werkbank. Scharikow ist im Keller. Okay. Vergrößert den Schutz an meiner Stelle, ein Neugegenstand dann mit der Werkbank. Okay, dann gucken wir mal. Objekt fertigen. Bauen. Oh. Level 1, Level 2, 3, 4 und Spezialsachen. Okay, was haben wir denn hier? Noch ein Filter? Was haben wir hier? Was ist das? Fallstrick. Zum selber aufhängen oder was? Brennkammer, Rattenfallen. Scharnier brauche ich dafür. So, das ist alles das, was ich nicht machen kann gerade. Okay. Was können wir denn machen? Haben wir Betten? Schlafsack. Haben wir einen Schlafsack? Haben wir überhaupt einen Schlafsack? Wir haben keinen Schlafsack. Wir können ja draußen pennen. Okay, komm, wir machen mal einen Schlafsack. Mary Jane macht das. Gute Mary Jane. Geh mal runter. Timmy, geh runter. Zu Gunnar. Und stell mal was her. Schutzraum umgestalten. Aufrüsten. Okay. So, das ist dann die nächste Werkbank quasi. Okay, Werkbank verbessern. Schutzraum umgestalten. Also hier kann ich die Sachen umgestalten. Ich frage, kann ich einen neuen Raum bauen? Und wenn ja, wo? Das sind alles nur Kleinigkeiten. Eine Dusche. Werden wir auch brauchen, ne? Dusche. Wir haben jetzt das Wasser, wir haben noch nichts zum Kochen oder so, ne? Wir haben keinen Herd oder so. Das sollten wir zuerst mal machen. Was haben wir denn hier? Leitern? Nee. Ein Mop und Eimer. Grab. Das brauchen wir später. Eine Eimertoilette. Brennkammer. Rattenfalle. Ist hier nichts zum Kochen? Sieht so aus, ne? Schutzraumzimmer. Okay, das machen wir zuerst mal. Machen wir mal hier hin. Wer macht das jetzt? Timmy? Ich sehe Timmy nicht mehr. Timmy ist weg. Okay, Timmy ist dahinter. Okay, fertigstellen. Das können wir leider nicht machen. Ob und Eimer. Verbandskasten. Eimertoilette. Einfachste Form einer Toilette. Ich glaube, wir werden die brauchen, ne? Kommt neben das Bett. Damit man vom Bett, wenn man dringend muss, direkt sich entleeren kann. Linke Shift-Taste zum Vorspulen. Okay, die gibt's auch. Was haben wir denn? Tag 1, 19 Uhr, 20 Uhr mal gleich. Okay. Ich sehe gerade, dass ihr das nicht seht. Moment. Muss mich mal kurz umsortieren. Wir machen uns mal hier hin. Ja. Besser. Rechts oben sehen wir nämlich CO2, Essen, Trinken und Benzin. So. Einmal Toilette zum Kacken, Hammer. Dusche, mach mal. Ach komm, eine Dusche brauchen wir. Wir brauchen eine Dusche. Was sollen wir machen? Dusche. Katze schläft auf dem Schläft die Katze auf dem Fressnapf? Oder isst die gerade? Das ist eine gute Frage. Timmy tut noch. Komm, wir füllen mal das Katzenfutter auf. Guten Hunger, Katze schläft noch. Okay, wir haben die eine Tür repariert. Was mit der anderen? Der ist müde. Schlafen. Wir brauchen mehr Schlafsäcke, denke ich. Oh, Papa schläft eine Runde. Boah, die ist richtig müde. Okay, kannst du noch einen Schlafsack machen? Okay, beide Türen sind zu. Ist das jetzt auf oder zu? Irgendwie so aus, als ob sie nach hinten geht eigentlich, ne? Na, mal gucken. Timmy, mach mal inne. So, Timmy, danke. So, noch einen Schlafsack. Ja. Und, ach schade, ich habe keinen Nylon mehr. Jetzt mal gucken, wo wir Nylon herkriegen. Aber wenigstens haben wir jetzt zwei Schlafsäcke. Dann kann Mutter nämlich auch pennen. Hungrig, jemand scheint hungrig zu sein. Wer ist hungrig? Ich sehe gerade keinen, der hungrig ist. Die sind alle müde. Mary Jane ist wahrscheinlich hungrig, ne? Ich muss mal los. Toilette. Alles klar. Jetzt sind alle müde. Natürlich, ich muss schlafen. Kannst du nicht einfach im Liegen schlafen? Was ist denn das, der Wohnwagen? Fahrzeug überprüfen. Wir haben tatsächlich nur zwei Betten, ne? Die können nicht einfach auf dem Boden pennen, leider.
Das heißt, wir müssen Etappen schlafen. So. Vater? Kannst du aufhören zu pallen? Kannst du aufhören zu schlafen, Vater? So, genug geschlafen. So, Timmy muss jetzt eine Runde schlafen. Mutter muss noch ein bisschen. Mutter ist sehr müde. Ab ins Ödland. Ja, ja, mach ich sofort. Mach ich sofort. Er ist hungrig. Er sollte was essen. Nahrung essen. Jane ist müde. Ey, das ist jetzt schon stressig. Die sind alle müde. Und ich habe erst zwei Betten. Okay, Vater. Expedition planen. So, stell eine Gruppe zusammen. Expedition ermöglichen es, einen Schutzraumbewohner, das Ödland nach Gegenständen und Ressourcen zu durchsuchen und andere Ödlandbewohner in einem Schutzraum einzuladen. Du kannst viele Expeditionen gleichzeitig haben, wie du willst. Jede Gruppe besteht aber aus höchstens zwei Leuten. Okay, Ted. Ted. Eigentlich nur Ted. Niemand. Ja. Wir schicken mal nur Ted raus. Du kannst die Route einer Gruppe genau bestimmen, indem du den Wegpunkt auf der Karte setzt. Auf Expedition verbrauchst du Wasser. Je länger die Expedition dauert, desto größer der Bedarf. Wir haben hier einen kleinen Bauernhof, ein kleines Haus, eine Kirche. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum kleinen Haus. Bestätigen. So. Wähle deine Ausrüstung. Okay. So, ja, wir nehmen, ich würde sagen, wir nehmen die eine Maske mit, falls irgendwas ist. Waffen und so haben wir ja noch nicht, ne? Das ist ja alles noch. Geben ein Wasser zusätzlich mit. Glaube ich zumindest. Gruppeninventar wird auf jeden Fall geteilt. Lisa, danke für den Follow. Vielen Dank. Dankeschön. Vergiss die mal deine Gasmaske nicht. Hab ich doch. Hab ich doch. Nicht gemacht. Nicht gemacht. Ausrüsten. Ah, ausrüsten. Okay. Muss ich Wasser auch ausrüsten oder. Okay, ausrüsten. Bestätigen. Ja. So, Papa geht ins Ödland. Timmy muss gleich eine Runde schlafen. Was könnte Dolores, was könnte Mary Jane in der Zeit machen? Nylon. Wozu soll ich Nylon? Du könntest mal das Fahrzeug überprüfen. So. Okay, das müssen wir fertig bauen. Okay, das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen, um abzuhauen. Ich verstehe. Frage ist halt wirklich, was kannst du machen? Du musst auf Toilette, glaube ich, ne? Hallo, ist da jemand? Jemand versucht mit Hilfe des Radiosenders Kontakt zu. Wenn dir geschieht, hier ist mal Symbol im Radiosender. Es ist wichtig, Funksprüche zu antworten. Ja, dann auf. Abhören. Oder Funkspruch annehmen, so rum. Hallo, hier spricht Ted. Oh, hier ist ein kleines Haus im Ödland. Soll ich mich dort umsehen? Ja, natürlich. Deswegen habe ich dich ja dahin geschickt, Depp. War das jetzt Vater oder was? Mary Jane, du gehst schlafen. Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank für die Likes, Dankeschön. Ted an Basis, kleines Haus in Sicht. Soll ich nachsehen, was es zu holen gibt? Ja, natürlich. Meldet er sich jetzt alle 3 Meter. Du kannst das Ödland gefundene Objekt rechts über den gegangenen Objekten links transferieren. Okay, was haben wir denn hier gefunden? Verbrannte Kleidung. Leder. Leder klingt wichtig. Kunststoff klingt wichtig. Ein Spielzeug. Erhöhte Erholung für Kinder. Nahrungsration nehme ich auch mit. Nägel habe ich, glaube ich, noch. Versteckter Gegenstand. Schließkassette. Dieser Gegenstand sind momentan nicht in einem robusten Schließkassetten eingeschlossen. Wenn wir einen Schlossknacker-Sekt hätten, könnten wir das Schloss knacken und rausholen. Dann nimm noch einen Teddy mit für die Kinder. So. Mary Jane muss bestimmt mal eine Runde kacken. Komm, kack in den Eimer. Also ich bewege mich nicht so beim Kacken. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ein bisschen vorspielen sieht lustiger aus. Oh, wer ist da? Scheiße. Oh no. Ist das Vater? Bitte, lass es Vater sein. Das ist ein Hirsch hier oben. Ist das Vater? Es ist Vater. Bitte, lass es Vater sein. Ted ist wieder da, ja. Ah, oh, gut. Gegenstände kann Platz im Lagerabschluss haben, können werden Gegenstände auf dem Oberfläche im Schutzraum übertragen, aber sei vorsichtig, die Gegenstände im Gegenstandskorb können gestohlen werden. Okay. Alles nehmen. Wir haben noch ein bisschen Platz. Stetige. Alter, wie er gerade erschreckt. Ja. Okay, Vater hat die Maske wieder abgenommen. Hirsch. Ist das hier?
Sauerstofffilter. Wasserfilter. Wir haben nachts. Ich glaube, nachts gehe ich besser nicht raus. Oh, was ist mit ihm? Er ist müde natürlich. So, mehr, hier hat eigentlich ausgeschlafen. Timmy hat erstmal genug gepennt. Du gehst pennen. Timmy hat Durst. Dann trink mal was. Und er muss pissen. Bisschen was kacken. Ein bisschen anstrengender als 60 Sekunden auf jeden Fall. So, nicht auswaschen. Ich muss jetzt die Kacke von Mama auswaschen. Ja, danke für die Likes, Leute. Habt ihr gesehen, die Katze ist durch die Metallklappe gegangen. Hier schon wieder. Was soll das mit der Katze los? Wo warst du jetzt kacken? Toilette benutzen. Okay, dann kack mal selber. Was? Wie kackt Timmy? Unser Wasservorrat ist gefährlich klein. Er sollte ja jetzt ja größer werden, oder? Komm, geh mal raus. Was soll schon passieren? Chemikalienschutzanzug. Hey, warte, die Oberfläche kann gesund sein. Soll ich einen Chemikalienschutzanzug anziehen? Okay. Oh nein, habe ich Mutter jetzt schon vergiftet. Sie ist lila. Mutter jetzt schon vergiftet? Oder? War kurz lila. Könnte ich schwören. Automatisierte Bewohner des Schutzraums können sich um sich ihre Bedürfnisse bezüglich Hunger, Toiletten, Hygiene kümmern. Oh, automatisch. Okay, warte mal. Ah, er ist jetzt ein Roboter und das Kind am besten auch. Lass mal erstmal roboterisieren, würde ich sagen, die beiden. Ja, damit ich mich mit den Eltern drum kümmern kann. So, Mutter geht raus. Wo ist Ted? Ted pennt noch? Voll im Stress. Oh je, eine Schutzraumbewohner scheint etwas gestresst zu sein. Das geschieht, wenn ihr Grundbedürfnis wie etwa Hunger oder Durst nicht gestillt werden. Ich glaube, das liegt daran, weil sie kacken muss, dringend. So, Mutter. Reparieren. Wir müssen den Wasserfilter reparieren. Aber wir haben 30 Wasser wieder. Das ist zumindest schon mal gut. Das muss so, die hat sich abgeschminkt. Ah, okay. Bist du auch lila, wenn du dich abschminkst? Moin! Guten Abend, danke fürs Team jetzt, danke schön. Wie geht's dir, moin? Was geht ab? So, was macht Mary Jane draußen? Kannst du bitte wieder reingehen? Ihr wisst schon. Auswaschen. So, was mit Vater? Vater hat ein bisschen Durst. Dann trink mal was. Endlich kein Fieber mehr, Gott sei Dank, moin. Das freut mich. Das freut mich sehr. Immer schön sauber. Was für ein Geruch. Da braucht wohl jemand eine Dusche. Also ich nicht. Duschen mit Seife. Nein, ohne Seife. Ihr wird ohne Seife geduscht. Stelly, guten Abend. Inkontinenz ist etwas, was du hast, alter Mann. Zwischendurch mal, aber es geht eigentlich. Du könntest eigentlich mit deinem Sohn duschen, ne? Nee, kannst du nicht, okay. Umgestalten. Kann ich dich hier unten hinpacken? Ist hier kein Platz? Passt da nicht hin. Alles klar. Endlich mal was Positives. Ja. So. Essen. Essen haben wir 9. Ich muss warten, bis Sohnemann fertig geduscht hat. Mutter repariert gerade den Wasserfilter. Das ist gut. So, Sohnemann ist fertig mit Duschen. Jetzt duscht Papa. Mama ist fertig. Ist jetzt schlafen. Danke für die Likes, Leute. Dankeschön. Vielen Dank. Stella, wie geht's dir? So. Okay, Dingens hat sich hingelegt. Timmy hat sich hingelegt. Der war ein bisschen müde. Weiß zwar nicht warum, aber... Mary Jane ist auch ein bisschen müde. Aber Mutter muss jetzt erstmal eine Runde pennen. Mary Jane, mach mal hier sauber. Mary Jane, mach mal sauber. Tust du jetzt mit Schutzanzug schlafen? Gut. Soll mir recht sein. Gib mir den Wodka, Anushka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anushka. Die Geschenke macht wieder voll. Vielen Dank. Günther? Günther?
Ich bin erschöpft. Okay. Brauchen wir noch einen Schlafsack. Moin, danke für das fabelhafte Konfetti. Jetzt habe ich alles im Mund. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Ist sogar mein richtiger Name. Okay, Steady. Steady. Ist eine Abkürzung für was auch immer. Der Kirito, guten Abend. Steady ist bestimmt die Abkürzung für Stefan. Hier, hör mal auf zu schlafen. Hallo. Könntest du aufhören zu schlafen? Schlafen, so. Okay, herstellen. Nein, Spaß. Stella. Ah, Stella. Ja, das hab ich fast gedacht. So. Timmy geht's gut. Timmy schläft. Dusche. Brauchen wir eigentlich immer noch ein Bett, ne? Wir können kein Bett machen, wir haben keinen Nylon. Ein Klohammer. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder... Dankeschön, moin. Moin, vielen Dank für den Hut. Schnurrbart habe ich ja schon. Dankeschön. Ich hab sogar eigentlich einen Doppelnamen. Ja, hau raus. Streamst du nur hier? Nein, auch auf Twitch. Hier ist der Name. Ach, Flatty Life. Da. Ist wie hier, ist wie auf Twitch. Dankeschön, moin, vielen Dank. Ich hoffe, der Hut stand mir. Vorratsregal. Brauchen wir nicht noch eins? Nee. Ja, Wasserfilter. Also, ich hatte jetzt gerade wieder 30 Wasser voll. Also, ich glaube fast schon nicht, ne? Wir gucken mal. Ich würde gerne noch eine Expedition machen. Oh, Expedition planen. Vielleicht kann ich Timmy mitnehmen. Warte mal. Timmy, wie geht's dir? Timmy braucht kurz was zu essen. Timmy, iss mal was. Dun, guten Abend. Ich bin kurz da und hab wieder eine Stunde weg. Sitz gerade beim Mc's. Iss was mit. Iss mal 10 Big Macs für mich mit. Waren sogar 2 Flatties. Ach so, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, 2 Hüte. Entschuldigung, ich hab die übereinander gesetzt. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin ein alter Mann. Der Hut steht dir nicht. Schade. Stimmt, dankeschön. Dun. Okay. Du gehst mit und wie kann ich... Wen nehme ich hier? Kann ich nicht? Kann nur alleine. Okay. Dann gehst du mal Bauernhof. Kleiner Bau... Wir gehen mal in die Kirche. Ich glaube, da ist es noch am safesten wahrscheinlich. So. Nee, nicht so. Ausrüsten. So. Nein, nicht mitnehmen. So. Nimmst mal das mit. Ein bisschen Teddy mitnehmen? Nee. Ich brauche nichts mitnehmen. Also Waffen habe ich noch nicht und so. Gruppe senden. Ja. Alles klar. Er zieht eine Maske an. Bei Big Macs, Pommes und Cola. Ja, dann ist noch 10 für mich mit. Ich krieg nur 2. Und Nuggets möchte ich jetzt auch haben. Ja. Ja. Moin. Hol dir einen. Kann ich nicht irgendwas zerlegen? Hier liegt Müll rum. Guck mal da. Weiß nicht, ob die irgendwann aufräumen oder so. Das wäre zumindest interessant. Da ist ein Hase. Kann ich den... Tag 4. Unser Wasservorrat ist gefehlt. Wieso ist der Wasservorrat nur 1? Was ist denn ein Symbol? Kein Strom. Kraftstoff hinzufügen. Delara. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Oh, Strom ist wieder da. Scheiße, wir haben nur ein Wasser. Wir hatten gerade noch 30 Wasser, bin ich mir ganz sicher. Hallo, hier spricht Ted. Hier ist eine Kirche im Ödland. Ja, natürlich sollst du durchsuchen. Dafür habe ich dich dahin geschickt. Krog 2.0, sorry, also siehst du verwechselt ähnlich. Entschuldigung. Nein, ich bin seine Mama. Ja. Ich hoffe, ich konnte dein Probleme... Oh, Katze hat Hunger. Moment, füllen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Mach ganz normal. Ich höre die Frage jeden Tag, Shiro. Mehrmals. Alles gut. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe eine ganz andere Nase. Ja. Alles gut. Ich beiß dich nicht. Rainer, guten Abend. Was ist das? Meine Freundin beißt dich. Ja, ich nicht. Ja, untersuch die Kirche. Was hast du denn gefunden? Eine Farbdose. Abgebrannter Laptop. Eine Glühbirne. Klebeband nehme ich. Das nehme ich. Essen. Plastiktüte. Ah, nehme ich mal. Komm.
Wasser? Ach komm, hier ein Laptop. Vielleicht können wir den auseinandernehmen. So. Wir antworten schon automatisch. Ja. Ja, was spielst du denn? Wir spielen Sheltered. Mit den Charakteren aus 60 Seconds. Wir haben Timmy, wir haben Mary Jane, Dolores und Ted. Ted ist gerade unterwegs. Und Scharikow, das Kätzchen, haben wir natürlich auch. So, du hast Durst. Ja, dann isst doch mal was. Du könntest mal das scheiß Ding ausziehen. Moment. Er ist auch so ein Überlebensdings. Bums. Oh, da kommt Papa wieder. Ich nachher dunn. Ist der Hintergrund immer so? Oder wie gab es schon nicht? Was ist der Hintergrund, der immer so ist, wie ist? Oder gab es da schon... Warte, bitte, was? Maxine? Christine, guten Abend. Danke fürs Team-Herz. Dankeschön. Der Hintergrund, der ist schon lange so. Schon seit längerem. Unser Wasservorrat ist gefährlich. Ja, es wird Zeit, dass das Schiff... Tatsächlich. Ist mal was. Wahrnehmung 1. Alles nehmen. Wir gucken uns gleich mal den Vorrat an. Oh, du isst mal was. Töchterchen hat auch Hunger. Dann, Baby Jade. Hör mal auf zu pennen. Und geh mal duschen, du stinkst. Selbstverwirrung ist wird absolut. Absolut, ich verstehe gar nichts. Katze pennt hinten beim Generator. Gut, was ist mit Papi? Papi geht soweit okay. Ich würde mal interessieren, warte mal, wenn ich den jetzt ausschalte. Kann Ted die Expedition mit ihm planen? Stanley, guten Abend. Dankeschön für den Gartenzwerg. Gartenzwerge. Wieso kann ich eigentlich nur einen mitnehmen? Ich würde gerne zwei mitnehmen. Ich kann nur ihn mitnehmen. Okay. Dann gehst du jetzt mal runter. Wir haben kein Wasser. Wir gehen nirgendwo hin. Wir haben kein Wasser. Wir müssen warten, bis Wasser wieder da ist. Ich hoffe, die Tür ist zu. Es wirkt nicht so. Funkgerät. Wir könnten mal ein Funkgespräch abgeht zum Händler. Ne, wir gucken uns mal kurz das Lager an hier. Was haben wir denn? Kann man nicht vielleicht irgendwas mit Nylon zerlegen? Hier, das Ding zum Beispiel. Wegwerfen kann man das nur, okay. Okay, leere Benzin kann ich sogar auch nur wegwerfen. Plastiktüten kann ich wegwerfen. Seife? Er braucht schon Seife. Kunststoff. Ein Eimer. Zerlegen kann ich an sich nichts hier offensichtlich. Kann hier nur Sachen wegwerfen. Holz habe ich auf jeden Fall erstmal genug. So, die Frage ist... Objekt fertigstellen. Noch einen Raum kann ich nicht bauen. Da fehlt mir zwei Zement. Ein Bett bräuchte ich halt, ne? Aber Bett kann ich nicht bauen. Hm, Plastiktüte. Huch, ist das eine andere Version von Spiel, was neu gespielt wurde? Er kommt doch an, welches du meinst. 60 Sekunden? Nein, das andere Mr. Prepper auch nicht. Aber es ist vom Thema her ist es ähnlich. Wir haben unsere vier Charaktere. Mary Jane, Ted, Timmy und Dolores. Und Scharikow, das Kätzchen. Und müssen die Apokalypse überleben. Ich würde gerne noch ein Bett bauen, ne? Aber Mob und Eimer, das sollte ich mal bauen hier. Dringendst. Wenn noch Platz ist. Hier. Damit wir mal hier... Hier sind nämlich schon Fliegen. Hier. Da, wo gegessen wird, sind Fliegen. Die haben alle Hunger und Durst, ne? Das ist... Boah. Ich glaube, beim Duschen wird halt auch Wasserverbrauch ganz gut. Ne? Wir müssen jetzt uns gerade mal warten auf Wasser, tatsächlich. Wir haben gerade kein Wasser mehr. Wir müssen auf den nächsten Regen warten. Weil wir machen die mal alle auf Roboter gerade. Wir müssen auf Essen und Trinken warten. Ausgeschlafen sind aber alle, oder? Aber komm, du könntest mal runter pennen gehen. Jane ist fast ausgeschlafen. Geh mal pennen, komm. Magst du Züge? Nein. Die sind mir zu schnell. Kann man nicht aufspringen. Papa ist wieder am Kacken. Ich finde die Katze lustig, die immer oben runter geht. Zug! Da wird man auch überfahren von. Pech! Züge wo? Ich glaube, der ist mir gerade durchs Gesicht gefahren. Ich weiß es nicht. Äh,
Lisa, danke schön für den Zug. Aber der hat Verspätung gehabt. Ich hab's gesehen. Der ist auch umgeleitet worden über Buxtehude. Nicht schlecht. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Lisa. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, wir müssen auf Wasser. Wir müssen auf Regen warten. Ich kann keine Expedition machen. Das hätte ich natürlich wissen müssen. Ich habe einfach verpennt, dass wir kein Benzin mehr hatten, tatsächlich. Völlig verschlafen. Apropos schlafen. Geh mal schlafen. Ah, es regnet. Perfekt. Mary Jane könnte mal den Schutzraum reinigen. Komm, genug gepennt. Tu mal was für den Geld. Dolores, trink mal was, komm. Gerne, ist von der Deutschen Bahn, sorry. Achso, ja, okay. Okay, alles gut. Also, ich sehe die Animation, an sich sehe ich leider nicht, sondern nur was. Weil ich streame am PC. Susi, na, auf Gottes Willen, nein, danke. Duschen. Ja, komm, geh mal duschen. Es regnet eh gerade. So, der hat Hunger. Oh, der muss richtig hart duschen. Du trinkst auch mal was. Mary Jane, du kannst gleich mit Mama duschen, eine Runde. Welche Religion? Gar keine. Nicht wirklich. Ich kann die nachschauen, da kann ich den Zug sehen. Keine Religion gibt's nicht. Getauft bin ich evangelisch, aber. Mö. So, was jetzt willst du fragen? Es gibt nur Diskussionen meistens. Ja, gut. Das kommt immer darauf an. Es ist ja nicht schlimm, seine Religion zu sagen. Es ist nur schlimm, zu darüber diskutieren, ob Religion A oder B scheiße ist oder nicht gut ist oder gut ist. Oder ob, was auch immer. Aber darüber diskutieren wir ja nicht. Jemand hat eine Lebensmittelvergiftung. Warum? Hast du die Kacke gegessen oder was? Kann mit hausgemachten Mitteln gegen ein Erbrechen im Labor oder im Laufe der Zeit geheilt werden. Wenn du die Schmutzigkeit eines Charakters gering hältst, Schmutzigkeit. Gibt es das Wort? Schmutzigkeit. Alles klar. Wer hat eine Lebensmittelvergiftung? Mary Jane oder was? Geht doch einfach duschen. Dreckiges Stück, do. So, Ted. Wir haben wieder Wasser. Trink mal was. Die Religion heißt Günther, genau. Stimmt, jetzt wo du es sagst. So, Expedition planen. Es gibt die Religion namens Günther. Es gibt das Wort Schmutzigkeit. Alter. Was zur Hölle. Sachen gibt's. Schmutzigkeit. Noch nie gehört das Wort. So, pass auf, du nimmst mal den kaputten Laptop mit und vielleicht kannst du ihn eintauschen gegen einen noch kaputteren Laptop. So, auf geht's. Schmutzigkeit. Noch nie gehört das Wort. So, Timmy, Mary Jane, komm, du machst mal so. Kapazitäten des Wasserspeisers erreicht. Gut. Das finde ich sehr gut. Ist irgendjemand schmutzig gerade? Oh, es geht. Dingels Dusch noch. So, Miezekatze schläft. Generator hat noch ein bisschen. Abstraktmeister, guten Abend. Danke für das Herzchen. Dankeschön für das Team. Dankeschön. So, müde ist gerade keiner. Kacken. Dolores müsste eine Runde kacken. Was macht. Hat Dolores gerade. Mary Jane gerade dahin gekotzt? Ah, Funkspruch annehmen. Hallo Ted, am Apparat. Hier ist so ein kleiner Bauernhof. Wir sind uns künftig fündig werden. Ja, bitte. Och, Mary Jane, was machen wir mit dir? Lager ansehen. Haben wir irgendwas? Medis? Anti-Strahlungstabletten hätten wir. Ich glaube, die helfen da nicht. Objekt fertigstellen. Haben wir irgendwas gegen Übelkeit? Denke nicht. Gibt's noch nichts, ne? Verbessern können wir das Ding natürlich auch noch nicht. Aufrüsten. Was kostet der nächste? Scharniere und Seile. Gucken wir mal, die finden. Alles fit? Ja, sie schuddert. Wer ist Günther? Hier. Das ist Günther. Das ist der aus 60 Sekunden, die Socke. Von Ted. Ted ist aber gerade unterwegs. Kannst du aufhören, alles voll zu kotzen, Mary Jane? Ah, oh, Schutzraum reinigen. Dolores muss immer noch kacken. Ja komm, geh doch mal eine Runde scheißen hier. Ist wahrscheinlich unterbrochen worden von der Tochter, die auf die Füße gekotzt hat. Ted am Basis, kleiner Bauaufwind. Soll ich nachsehen? Ja, bitte. Ah, nichts.
lang. Ah ne, hier. Was haben wir denn? Drähte? Oh, Kalk. Zement? Zement ist gut. Zement nehmen wir. Wasser. Benzinkanister nehmen wir auf jeden Fall. Leder. Drähte. Wasserhammer. Kalk könnte ich, glaube ich, gebrauchen. So. Sehr gut. Die ist bestimmt noch schwanger. Meinst du, Mary Jane ist schwanger von Timmy oder was? Von Timmy? Vom Papa, okay. Das Ziel des Spiels. Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal drauf tippen, einfach nur rein aus dem, was ich gesehen habe, das Auto zu reparieren und abzauen. Das ist nur eine Idee. Aber ich weiß es nicht, tatsächlich. Aber da es ein Apokalypse-Spiel ist und man draußen alles kaputt ist, denke ich mal, überleben so lange wie möglich. Und, oh, wer ist das? Wird Papa verfolgt? Und Jason? Oh, oh. Schnell rein, Papa. Mach zu. Ach du Scheiße. Ted ist wieder da. Sehr gut. Alles nehmen. Moment, da kommt jetzt gerade einer rein. Da kommt einer. Moin, danke für die Rose. Fremde zu Besuch. Ein Fremder tritt an deinen Schutzraum heran. Du kannst mit Fremden kommunizieren, indem du die Sprechanlage benutzt. Antworten. Neue Rekrut. Neue Rekruten, die den Schutzraum betreten, handeln automatisiert. Ihnen können keine Aufgaben zugewiesen werden. Jedoch lässt sich die Automatisierung nicht abschalten. Auch können sie nicht auf Expedition geschickt werden, bis ihre Loyalität es ausreichend hoch ist. Moin, danke für die Rugby-Bälle. Sind dir die ins Gesicht geflogen? Wenn ich ein flaues Auge habe, weißt du Bescheid. Der Anführer unserer Legion, Günther. Stimmt. Schmutzig. Substantiv feminin ohne Plural. Das schmutzig sein. Schmutzige Äußerung. What the fuck? Loyalität wächst mit der Zeit. Ist ein Rekrut jedoch zu schwer gestresst, wird er den Schutzraum verlassen. Automatisierung kann nach 3 Tagen deaktiviert werden. Nach 5 Tagen können Rekruten auf Expedition geschickt werden. Und nach 7 Tagen sind sie vollständig loyal. Komm, den nehmen wir mit rein. Der kann Dolores puppen. Dann kriegen wir mehr Kinder. Hilfe, ich werde gejagt. Irgendwas ist hinter mir her. Lasst mich bitte rein. Ich brauche einen Unterschlupf. Wie konnte man nochmal die Münzen nehmen? Ausrufezeichen GET. GET. Wenn welche da sind. 5 Stück. Aber das sind keine Münzen hier für Geschenke, sondern intern für Text-to-Speech. Soll man nicht aufnehmen, den Jason? Er sieht so lieb aus. Guck mal, er hat 5 Gewicht. Er ist gar nicht dumm. Nein, doch. Doch, ich will wissen, was. Ich will ihn mit den Lovers verkuppeln. Ja. Dolores braucht einen neuen Mann. Ted. Ansehen. Quatsch, Notizbuch. Zurzeit keine Aktivitäten. Tagebuch. Tag 6. Ich denke, es könnte nett sein, Jason bei uns zu haben. Alle sind sich einig, dass es eine gute Idee ist. Also sehen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich frage mich, woher Jason gekommen ist und wie das Leben für sein war, bevor das alles hier passiert ist. Ich wette, dass wir uns auf ein paar spannende Geschichten einstellen können. Alles klar. Jason? Wo ist Jason? Ach, der ist erstmal duschen. Natürlich. Mach mal sauber, Timmy. Wenn Ted jetzt mal wieder funktionieren würde. Ja, ich bin unschuldig. Ihr macht das immer kaputt. Was los, Mau? Ach, Mau hat Hunger. Entschuldigung. Hier. Ja, wir brauchen bald mal neues Essen. Essen wird ein Problem. Können wir abgeben? Händler. Wir können mal einen Händler holen. Vielleicht klappt's. Ich glaube, die Katze ist hungrig. Die Katze hat was gegessen. Sehr gut. Reparieren. Kann Mary Jane mal aufhören, dahin zu kotzen? Ich muss jedes Mal wieder abwischen hier. So, wen haben wir denn hier? Jason Derulo ist das bestimmt. Kraftstoff hinzufügen. Wir haben nur noch 3 Essen. Lange kein Freitag. Was drin ist, alles in Ordnung. Meinst du? Werde jetzt mal selber etwas zocken. Was gibt's denn? Was wird gezockt? So, Mary Jane macht wieder sauber. Er versucht, den Händler zu kontaktieren. Mary Jane leckt den Boden. Und Timmy muss wieder hinterher putzen. Oh.
Und auswaschen. Baldur's Gate 3. Bist du auch der Sucht verfallen? Ich kann mit dem Spiel nichts anfangen, ist mir zu kompliziert. So viele Knöpfe. Edis, Arzneischrank, Verband, Antistrahlung. Verband wird bei Mary Jane, glaube ich, nichts bringen, ne? Glaube ich. Hm, oh ja. Mein Beileid. Ich freue mich auf Phasmo. Ja, nächsten Monat. Sobald ich frei habe, wird dann auch wieder gezockt. Sobald ich frei habe, ist vorbei. Dann. Ja. Nee, ich kann es nachvollziehen, ist ein gutes Spiel, aber ich mir so viele Knöpfe. Bin ich ganz überlegen, Starfield anzufangen. Ah, soll okay sein, ne? Aber da musst du auch sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Ja. So, Timmy. Jason muss kacken bald. Mary Jane muss pennen. Mary Jane, geh schlafen. Ja. Lass Jason mal reparieren. Als fängt er von vorne an. Hm. Ist halt im Game Pass drin. In 3 Tagen kommt Payday im Game Pass. Das wäre doch was. Da können wir uns dann mal zu dritt, zu viert angucken. Ach, wenn du einmal reinkommst, ist es echt nicht so kompliziert. Ja. Ja, da stimme ich dir zu. Aber da musst du viele, viele Stunden Zeit investieren. Hallo, Gronkh. Hallo, Hans-Peter. Ich bin Shooter. Ja, moin. Du musst ja nur ein bisschen schießen zwischendurch. Lies of Pi. Ja, ich habe die Demo gespielt. Das war so okay. Das war okay. Als Bandfinger. Mary Jane, kannst du aufhören, neben das Bett zu kotzen? Jetzt hatte ich schon neben das Bett gekotzt. Was ist denn mit der los? Oh, Timmy ist hier nur am Reinigen, ne? Die ganze Zeit. Ich bleib nur noch ein paar. Was bleiben eigentlich nur noch? Es bleiben nur noch ein paar Essensrationen. Ja, das weiß ich leider. Wer kommt denn da oben? Da oben ist schon wieder jemand. Du Scheiße. Da kommt schon der Nächste. Oh je, mal gucken, wer jetzt kommt. Ja, danke für den Follow. Vielen Dank. Bist du Payday 3 mit deinen Fans? Wahrscheinlich. Wenn jemand Lust hat. Ich bin Melissa. Mein Hauptaccount. Mein Hauptaccount? Ich hab nur einen Account. 2 würde mich völlig überfordern. Können wir jetzt was Neues herstellen? Bett immer noch nicht. Lisa, danke fürs Team jetzt. Dankeschön. Und viel Spaß bei Baldur's Gate. Wird Lust? Bist du denn schon 18? Ich frage einfach mal in die Runde, weil das Spiel, für das Spiel muss man 18 sein. Guten Abend, Emma. Danke, hiyo. Guten Abend. Ich kann immer noch kein. Ich brauche Nylon. Ich weiß nicht, wo ich Nylon. Auf Expedition vermute ich mal, aber ich muss warten, bis der Vater hier den Händler mal überzeugt hat. So, ich lade es möglichst dafür runter. Moin, mach. Deine 79? Wahrscheinlich nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Anscheinend haben wir die richtigen Teile, um das System zu verbessern. Welches System? Wussten? Das hier? Oh, was haben wir denn hier? Haltbarkeit. Effizienz. Haltbarkeit. Ja, komm. Dann effizienziere mal den Generator. Ich hätte auch gerne Lust. Lust hätten wir alle gerne. Ja, auch Mary Jane ist wieder am Kacken. Immer mal gucken, wie gesagt. Ich glaube, in 3 Tagen kommt es, glaube ich. Die Vollversion. Im Game Pass. Meine ich. So, das wurde repariert. Der hat müde. Dann könntest du ja mal aufstehen, ne? Hier. Dolores. Komm, Dolores. Geh mal zu Jason. Der hat was für dich. Es ist lang und dünn. Kannst du dich dazulegen? Nee, das geht leider nicht. Schade. So, du könntest nochmal den Schutzraum reinigen. Hey, wie lange versucht Papa den Händler anzurufen? Junge, Junge. Bald kommt E480, wenn ich dann meine Kohle erwiesen wurde. Hast du denn dein Netzteil genug? Ah, du hast ja so ein 12.000 Watt Netzteil, ne, schon vorgesorgt, ne? Und wer kommt denn da oben? Ein bisschen aus wie Milou. Ein bisschen. So, hier oben, hier das da und die Haare. Anne. Mal gucken, ob Anne rein will. Ja, Anne will rein. Anne kommt. Ich bin gespannt.
kommt denn hin, Milu Gaunt? Wen haben wir denn hier? Anne. Ha. Wenn jemand da drin noch jemand am Leben ist, hätte ich ein paar nette Sachen anzubieten. Lust auf einen Deal. War ja klar. Die Polin will wieder handeln. War ja klar. Ja, die zockt mich jetzt ab. So. Leider haben nur ATX 2400 Zeit, brauche also einen Adapter. Wenn du Glück hast, ist er dabei. So, deren Objekte. Was hat denn die Polin mit hier? Kordit? Zement? Könnte ich noch ein paar Räume anbauen? Würde ich nehmen. Kalk. Okay, was haben wir denn? Wir haben ja Holz, wir haben Dingens, wir haben Bummens, Leder. Kostet 4. Ist doch perfekt. Komm. Leder haben wir gefunden. Dann tauschen wir das dagegen. Handel. Yo. Ja. Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Da würde ich sagen, trinken wir mal alle was. Papa ist gerade Dingens. Fertigstellen. Ein Räumchen. Ja, dann bauen wir noch ein Räumchen an. So, was? Sollen keine Räuber kommen? Naja, die kommen immer. Ja, aber für PD3 ist schon Mindestalter 18. Und ein Mikro. Wichtig, ein gutes. Ich kann das nicht mit Jüngeren spielen. Dann mache ich mich hier strafbar auf Twitch. Und dann habe ich böse Aua. Und dann... wir haben die richtigen Teile zum Verbessern. Hast du schon fertig repariert hier? Deaktivieren, reparieren, aufrüsten. Wir können noch weiter auf... Ah, das haben wir doch schon gemacht. Können wir den noch aufrüsten? Können wir das aufrüsten? Können wir das aufrüsten? Aufrüsten. Ah, Haltbarkeit. Genau. Zieh dir mal den Schutzanzug an. Gut, dass du mit Mikro sagst. Dann kann ich ja eh nicht mehr zocken. Moin. Kauf dir endlich ein Mikro. Mel! Hallo, Freunde. Na? Haltbarkeit. Wir machen mal die Dekontamination mit dem Wasser, nicht dekontaminiert. Ihr wisst schon, was ich meine. Alles klar, Lisa. Dekontaminiert. Irgendwas. Ihr wisst schon. Ihr wisst genau, was ich meine. Reparieren. Aber hier, der Luft, die Sauerstofffilter muss auch gleich mal repariert werden. Der kann danach, kannst du den reparieren, bitte? Dankeschön. Der Delovers haut gerade die Wand ein. Ding dong. Hey. Ja, moin ist groß. Bei den 3 ist kleiner. Das kann ich erst morgen zocken. Oh, der Terraria, das ist nur 500 Megabyte groß. Wenn der Sauerstofffilter kaputt ist, verrecken dann alle im Bunker? Und Papa hat gleich einen Händler kontaktiert. Oh, wer kommt denn da? Timothy und James. Alles klar. Ich bin gespannt. Mir fehlt immer noch Nylon. Leck mir doch die Socken. Timothy und Nylon. Timothy und James. Timothy und Nylon. Ja, alles klar, Silas. So, wir haben wieder Besuch. Wer war denn da? Timothy. Händler. Was hast du denn? Ein Motor. Eine Linse. Glasstück, eine Sicherung. 2. Nehmen wir mal eine Sicherung. Benzin haben wir noch 7. Schaltplatten haben wir auch. Motor haben wir auch noch 7. Ein Eimer. Eine Linse haben wir nicht. Ne? Eine Linse würde ich... Wir müssen ja auch eintauschen, die Sachen. Handelswert 25, der Teddy. Alter. Handelswert 1. Können wir den noch eintauschen? Ein Gummi? Handelswert 4. Behalten wir das. PC möchte ich jetzt nicht hocken. Warum nicht? Komm nachher. Gehst du ins Bettchen? Im WLAN. Leg dich mal lieber ins Bett, dann wirst du gesund. So. Tag 7.
Tag 8. Ich hatte mich schon gefragt, woher die Leute all ihre Waren kriegen. Anscheinend finden sie alles in Häusern und anderen Gebäuden. Scheinbar lassen sich die Leute einfach die Habseligkeiten zurück. Ja. Sind jetzt zwei gekommen? Nee. Bin ja fast schon wieder. Ja, ab, ab. Achso, Katze hat Hunger. Entschuldigung. Katze hat Hunger. Fütter die Katze. Ja, ist ja gut. Spülen, bitte. Katze frisst uns, glaube ich, Jahre vom Kopf. Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns Jahre vom Kopf frisst. Zustand. Reparieren. Ja, mit Jane geht's soweit wieder gut. Das finde ich okay. So, du gehst mal gerade duschen. Uns bleiben nur noch ein paar Essensrationen. Sprechanlage. Antworten. Anna, ich bin zufällig vorbeigekommen. Ich habe gefragt, wer das handeln. Patricia. Eine Batterie. Ein Transistor. Weiß nicht, ob ich das alles brauche. Echt erstmal, komm. Wir handeln später. Timmy ist sehr müde. Timmy ist sehr schnell im Bett. Siehst du? So, was haben wir hier? 0,2, 3 von 2, das geht noch. Mel ist eingeschlafen. Mel! So, der ist müde, der muss auch eine Runde pennen. So, Lovis, könnten Sie mal aufstehen? Danke. Und du gehst mal eine Runde pennen, bevor du auf Expedition gehst. Das wird nötig sein. Katze schläft. Was haben wir hier? 96, okay. Oh, jetzt ist James auch noch müde. Jason, Entschuldigung. Ted, komm, genug gepennt. Geh mal eine Runde scheißen. So. Jason, du gehst mal ins Bettchen. Du glaubst, du machst nichts. Oh. Wie kackt der denn? Achso, jetzt kackt er erst. Der kann erst kacken, wenn es sauber ist. Was gibt's Gutes bei euch? Ihr seid so. Was? Ihr seid gerade unsere Essensfernsehen. Hier, guck mal. Ted kackt. Was gibt's denn bei euch? Schönes. Expedition. So. Gade. Wo geht's denn hin? Was haben wir denn hier noch? Eine etwas längere Expedition vielleicht. Unbekannt. Na komm, wir gehen mal nach da. Ausrüsten. Nimm mal ein Wasser mit. Und den Laptop. Lisa, danke schön für den Follow. Guten Abend. Eine bunte Nudelfanne. Moment, ist die Pfanne bunt oder die Nudeln? Kennt ihr bunte Nudeln? Ist lecker. Doch, wir haben nur noch ein paar Essensrationen. Ja, ich hoffe, Dingens bringt jetzt was mit hier. Könnte Lois nicht auch auf Expedition gehen? Komm, du gehst dahin und du gehst dahin. Oh, zieh die scheiß Gasmaske an. Nimm noch ein Wasser mit. Und geh. Verpiss dich. Lass die Kinder alleine zu Hause. Mit Jason. Mit dem fremden Mann. Anzug zurücklegen. Ist die Küche größer? Im Clip sah sie aus wie eure alte. Das stimmt. Kacke? Keine Kacke gesehen. So, Timmy geht duschen. Jetzt sind die Eltern lassen ihre beiden Kinder alleine mit einem fremden Mann, den sie erst seit 3 Tagen kennen. Wer kennt's nicht? Zap! Du hast einen Zap! Dankeschön für den Zap! Melissa, vielen Dank, vielen Dank. Herzlich willkommen bei den alten Männern. Du wirst jetzt einen Bart wachsen müssen, lassen müssen, war hier so ungefähr so lang. Wenn nicht geht, dann ankleben. Ja, viel Spaß mit den Smileys. Vielen Dank. Und herzlich willkommen. Oh, wen haben wir denn hier? Die Sprüche Lovers. Ja, geh Bauernhof. Ja, geh wohin du möchtest. Geh mit Gott. Glaube wird gemacht. Vollbart steht eben. Kein Strom mehr. Kraftstoff hinzufügen. Jetzt schon. Aber wir brauchen Essen, ne?
Funkspruch annehmen. Hallo Ted am Apparat. Hier ist ein kleiner Speicher und sieht aus, als könnte er fündig werden. Ja, rein da. Jason pennt. Ich liebe meine kleine Milou so sehr. Ein kleines Lächeln von mir reicht schon und mein altes, haariges Herz ist erwärmt. Ja, kleiner Bauernhof in Sicht. Ja, merkt ihr das? Schlimme Frau. So, Wassernehmer mit. Nägel brauchen wir nicht. Bestätigen. So. So, Papa meldet sich bestimmt auch gleich noch eine Runde. So, Jason. Jason Derulo. Geh mal hier. Nicht mit Seife. Duschen. Ohne Seife. Ey, Klo betackt. Annehmen. Ein kleiner Speicher hat Ted gefunden. Ja, auf. Fremde ansprechen. Jetzt bin ich gespannt. Kleiner Speicher. Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Oh nein. Hallo. Handeln. Der sieht gefährlich aus. Der sieht aus wie Victor. So ein bisschen, oder? Victor? Bedrohen, fliehen, rekrutieren, handeln. Christopher. Ja. Ich versuche erst mal mit ihm zu handeln. Ich suche eine Dinge. Hast du Lust zu handeln? Ich habe nur noch meine Waffe und tierische Kopfschmerzen. Handeln beendet. Ich hoffe, ich habe es überlebt. Er hat eine Waffe und tierische Kopfschmerzen. Hey, er spricht Ted. Kleiner Speicheransicht. Sache herumliegen. Ja, klar. Los. 6 Wasser. Bring mit. Ja, Essen wäre mal toll. Bing bong. Noch ein Tobi. Warte. Hallo, Freunde. Hallo. Hallo. Hallo, Tobi. Baby Jane. Jason. Tag 10. Fertig. Hier, komm. Bau noch einen Raum an. Komm. Baby Jane baut. Funkspruch. Hallo, Dolores am Apparat. Hier ist ein großer Speicher. Ja, durchsuchen. Durchsuche. Kann ich ihm helfen? Kann ich hier helfen? Nee, kann ich nicht. Schade. Ja, Essen ist so gut wie leer. Die Frage ist, ich bräuchte wahrscheinlich, wahrscheinlich so eine Falle. Ich hätte mir ein Seil mitnehmen müssen. Ich hatte letztes Mal so ein Seil. Das müssen wir nächstes Mal für die Tiere. Vielleicht können wir die dann ausnehmen oder so. Großer Speicher. Ja, bitte. Durchsuche. Was haben wir denn hier? Wasser. Ein Rohr. Ein Thielhammer. Kommt Dingens wieder. Ja. Jo. Ansehen. Tag 10. Wir haben versucht, in einem unter Wasser stehenden Keller davor hin zu suchen. Das war nicht gerade unsere beste Idee. Ich bin sofort gestolpert, auf einem aufgedunsenen, von Maden zerfrechenden, fressenden Leiche gefallen. Ich kann bestimmt ein paar Tage lang kein Bissen essen. Einige Dinge sollte man einfach nicht sehen. Bits! Oder riechen. Bits! Melissa! Dankeschön für die 100 Bits. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Nicht nötig. Vielen Dank. Katze schläft. So, wie geht's denn Ted? Ted muss was essen. Gut, dass wir kein Essen mehr haben. Was passiert, wenn ich ein Vorratsregal baue? Nur das Regal. Platz für 20 Narrats. Ja. Ja, du hätte ja sein können. Ein winziges Vorratsregal. So. Ja, soll ich schon mal ein Grab bauen? Ja, vielleicht gar nicht so dumm, ne? Kann ich noch so ein Wasserdings bauen? Kein Platz hier, nirgendwo Platz. Hier ist Platz. Hier ist Platz. Mal gucken, was das ist. Wir müssen ja auch mal gucken, ne? Tobi, was geht ab? Habt ihr schon Internet in der neuen Wohnung? Hat der Dev euch das gemacht?
Es ist ja alles Devs Schuld, wenn es nicht klappt. Da nehme ich, könnte nämlich so ein Vieh hier, könnte ich wahrscheinlich fangen. Der Lois ist noch nicht da wieder, ne? Der Lois ist noch nicht wieder da. Mary Jane muss dringend pennen. Ah, die ist ja gerade pennen. Bits. Ah, da ist der Lois wieder. Was, Bits? 145. Wie kommst du denn auf 145? Lisa, danke schön. Vielen Dank für 145 Bits. Danke schön. Vielen Danke. Seit heute früh haben wir Internet. Moment, das ist hier, so. Hast du schon Speedtest gemacht? Geht voll ab oder Modem? Oh, was ist mit The Lovers? The Lovers muss duschen. Ja, dann geh mal duschen. Jason, kannst du eine Expedition machen? Nee. Wo kann ich denn die Charakter wechseln? Ach, hier. The Lovers? Kann Jason? Jason kann. Loyalität, es geht so? Danke, will nicht mit der Expedition. Okay, wir müssen mal gerade gucken. Wir lassen erstmal gerade alle fertig duschen. Wir haben nur 100k. Wer geht nicht? Dev, kannst du da nichts machen? Ich meine, 100k reicht zum Streamen, so ist es nicht, aber... Kannst du da nicht irgendwie... Oder kannst du bei uns, theoretisch, also vielleicht unter... Also wenn du irgendeinen Knopf drückst, dann passiert irgendwas, dann haben wir plötzlich 1 Million, also 1000. Wir haben zwar noch kein Glasfaser, aber... Ey, jemand ist in der Sprechanlage. Antworten. Shirley. Seid gegrüßt, ich suche nach Zuflucht. Wir haben kein Essen. Kann ich aus der Leitung schmeißen? Nein. Kannst du nicht. Ja, kannst du wohl, aber kannst du nicht. Ja, dann hat Milou auch kein Internet. Das ist richtig. Dann sagt Milou nämlich hier. Ja, ich muss raus. Und geht irgendwo hin, wo Internet ist. nein, ich habe leider keinen Platz für dich. Tut mir leid. Jason. Das ist ja ein Nachteil. Ja. So, Timmy ist ready. Ted muss was essen. Könntest du die Katze... Nein. Ja, du kriegst... du hast... Ja, ich würde dir gerne was zu essen geben. Das Problem ist, ich habe nichts. Das ist ja Tierquäler. Nächste Person. Nimm mal Timmy mit. Was? Mau ist tot? Wer will denn jetzt eine tote Mau? So, du gehst mal dahin mit ihm. Ich hab nix zum Füttern. Tierquäler. Ausrüsten. So. Oh, Sohnemann und Vater gehen jetzt in Expedition. Was? Aber Melu kann ja nach Bayern zu uns kotzen. Koten? Kotzen? Komm? Ach komm. Mary Jane ist müde, Mary Jane pennt. Don Lovers ist hungrig. Problem ist natürlich, ich kann keine Falle bauen. Ich brauche ein Seil. Don Lovers, geh auf Expedition. Du hast zwar Hunger, ist mir egal. Geh mal nach... Da. Zieh die Maske auf. Auf geht's. Lass mal Jason wieder alleine. Jason ist jetzt alleine mit Mary Jane. Nimm Mau mit, Expedition. Vielleicht findet sie ja Mäuse. Kann die leider nicht mitnehmen. Mau hat Hunger. Wenn Mau stirbt, ja. So, ich fahr jetzt mal PC hoch. Mach das. Ich hab das erste Mal gesehen, als du 60 Sekunden gespielt hast. Ich dachte mir, ja, bleibe ich mal dran. Mir fehlt immer noch ein Danke-Knopf. Ja, warte. Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrasten. Ich glaube, die Katze ist hungrig. Warte, iss mein Finger. Vielleicht kannst du den... Ja, ich würde denken, kann ich nichts... Kann ich hier irgendwo was zu essen? Vom Boden kratzen? Ja, sorry, Mietz. Ich beeile mich. Ein kleiner Speicher. Ja, bitte. Ja, mach. Durchsuch. Fremde ansprechen. Ja, Timmy. Sprich mit den Fremden.
Timmy spricht mit Fremden. Oh, wen haben wir denn da? Diane. Hallo, wie geht's? Bestätigen. Handeln, rekrutieren, bedrohen, ins Bett ziehen. Also ich habe hier Katzenfutter, ich kann sie ja haben. Ja, Stelly, schick rüber. Timmy ist tot. Nein, Timmy ist noch da. Timmy steht hier. Timmy ist noch quicklebendig. Handeln. Lass uns Vorräte handeln. Anscheinend können wir uns gegenseitig helfen. Oh, was zu essen. Das gebe ich natürlich der Katze. Wir haben natürlich nichts mit, das ist das Problem. Ich muss also Sachen mitnehmen. Nicht der Handel kommt zu einem Abschluss. Doch, das war gut, wenn du ein Angebot hattest. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Okay, wir müssen also Sachen mitnehmen mit viel Dingens, mit viel Wert. Wir haben wieder was gelernt. Ja, komm, durchsuch. Wir haben nur Wasser gefunden. Kannst du nicht was Vernünftiges finden? Ey, die findet nur Wasser. Kein Essen. Ich habe noch nicht ein Essen gefunden. Eine Glühbirne kann ich nicht essen. Katze hat nicht zu sterben. Ja, hack ich mir noch einen Fuß ab. Mary Jane, hier ist Ted. Wir sind unterwegs jemandem begegnet. Sieht so aus, als hätten die etwas zu sagen. Möchtest du uns darum kümmern? Ja klar, mitwirken kann. Was ist das Fragezeichen? Das sind Sachen, die ich nicht aufschließen kann. Noch nicht. Wen haben wir denn da? Peter. Nochmal jemand, der das Risiko von Staub und Krankheiten nicht scheut. Ach, wir haben ja sowieso keine Wahl. Wir hatten es alle nicht leicht seit... Ja, du weißt schon. Ist vielleicht was für dich dabei. Yay, was zu essen. Handelswert 10. Warte mal. Essen. Scheiße, wir haben nur einen Handelswert von 8 mit. Fick dich doch, ey. Das muss man wissen. Mann. Da oben läuft was zu essen. Was haben wir denn hier? Kohle. Ey, nichts zu fressen, Leute. Dünger. Dünger nehmen wir mal mit. Können wir vielleicht gebrauchen. Nicht Expedition planen, Quatsch. Umspruch. Holzlager. Untersuch. Ja, Katze, ist sehr gut. Oh, der Loris ist wieder da. Loris hat Hunger, der Loris ist müde, der Loris ist alles. Funkspruch annehmen, untersuchen. Oh, wieder nichts zu fressen. Nylon, eine Schleifmaschine. Was soll ich damit? Tada, Halle Tobi, WB. Das Bett sieht beschädigt aus. Komm, repariere es, während Mary Jane drin sitzt. Wow, ja, Mau, ich versuch's doch. Ich glaube, die Katze ist hungrig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. I'm okay with the events that are unfolding currently. Ja. Ist so. Mary Jane, komm, tu mal hier Kraftstoff hinzufügen. Und jetzt duschen. So, die beiden sind wieder da. Und wieder nichts zu essen. Okay, Holz kann ich nicht platzieren. Komm, das. Nehmen wir das. Liegen. So. Ja, Mietz. Ich versuch's doch. Wir müssen jetzt erstmal eine Runde pennen. Na, guck mal, er repariert das Bett, während Timmy drin liegt. War das ausgehungert? Einer Charakter ist unterernährt. Ein wirklich? Wer ist unterernährt? Die Katze zählt nicht als Charakter. Unterernährt. Dolores ist unterernährt. Ach, die kann sterben.
Ja, arme Katz. Gesundheitsverlust. Die Gesundheit des Familienmitglieds hat sich verschlechtert. Ja, was soll ich machen? Tut mir leid. Du könntest ja einfach eine Expedition machen. So, Lois, während du Hunger hast, wenn du richtig Hunger hast, kannst du auch losgehen. Nimm Mary Jane mit und geht mal nach hier. Nach da. So, nimm mal richtig Warenwert mit hier. Was haben wir denn hier? Komm, die Teddys waren immer viel wert. Du bist viel wert, bestimmt. Kunststoff nehmen wir mal 2 mit. Nagel. Eine Plastiktüte. Ausrüsten. Gut, rüst dich mal aus. Kann ich mehr mitnehmen vielleicht? Keine Ahnung. Wir haben leider keine Gasmasken mehr, ne? Was nehmen wir noch mit? Sieht man den Handelswert leider nicht. Ja, verpisst euch. Eine Schnur? Ja, ich bin ja froh, dass ich eine habe. Scheiße, Menschenleben, wenn du das Essen findest, geht's an die Katze. Ja, natürlich, erst die Katze. Alle haben so Hunger. Jason. Alles für die Katze. Alles für den Club. So, kann ich jetzt eigentlich eine Falle machen? Mir fehlt immer noch ein Seil. So, Ted, du hast jetzt genug geschlafen? Funkspruch. Bauernhof, ja, durchsuche. Ja. Fremde ansprechen. Yay, Fremde ansprechen. Kannst du Kratos anbauen? Noch nicht. Also ich habe Dünger. Ich vermute mal, man kann es irgendwann. Hallo, wie geht's dir da draußen? Stefanie, stelligen. Handeln. Handeln, kein Wunder, dass du mit dem Handel überglücklich bist. Oh, Essen. 10. Weil die wollen 10 dafür haben, ey. Das ist doch lächerlich. Hier, nimm mal eine leere Benzinkanister. 10 Benzinkanister für die Katze, weißt du? Junge, Junge. Geil, wir haben nur Hunger vergessen. Also, es gibt Dünger. Das habe ich schon gesehen. Wieder kein Essen. Vermute mal, dass die guten Handelswert haben. Hier versteckte Gegenstände, Schließkassetten. Kann ich brauche ja das Schlossknacker-Set, deswegen. Ich vermute mal, da ist ein gutes Zeug drin. Komm, wir versuchen das mal zu handeln, alles. Ich glaube, Timmy ist nicht der beste Reparateur, glaube ich. Lass das mal lieber ihn machen. Ja, Katze, ich versuch's ja, mitwirken. Wen haben wir denn da? Hallo, Michelle. Wenn du Hilfe benötigst, dann bin ich zur Stelle. Ablehnen. Was soll ich mit noch einer, die mir also die Haare vom Kopf frisst? Hey, Wasservorrat ist gefährlich. Wie traumatisch. Einer deiner Schutzhormone ist traumatisiert. Das geschieht bei zu viel Stress oder wenn die Zeugen eines traumatischen Ereignisses werden. Wird für der Tod eines Schutzraumbewohners. Na toll. Wer ist traumatisiert? Noch keiner. Also keiner hier. Die Katze. Ja, das glaube ich auch. Funkspruch annehmen. Oh, du bist am Apparat. Ja, Ort durchsuchen. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist das? Reparieren. Eingehender Funkspruch. Ja, bitte. Objekte untersuchen. Essen. 2 Essen. Die Katze schreit nicht mehr. Was, die Katze? Moment, ich gucke. Plastikflasche, Seife, kaputtes Radio. War es die Katze? Hoffe nicht.
Guck mich nicht so an. Ich hab sie nicht getötet. Sie ist verhungert. Die arme Sau. War nicht geht. Nein. Mein Gott, ich hab nichts zu fressen hier. Ich gleich irgendwas an den Kopf. Hätte ich gewusst, dass hier alles, dass man mit 10 Nahrungstöpfen 50 Tage auskommen muss. Ja, Dev. Ich für mich hole dich. Ja, komm, Fremde ansprechen. Ballert. Och, Mel. Was soll ich mit Blumenhändler? Ich will kein Blumenhändler. Der hat auch nichts zu fressen. Glasgefäß, toll. Ja, genau. Kannst das abgauen, lebt noch und jagt gerade ihr eigenes. Okay, richtig. So sehe ich das auch, Tobi. Hätte es mal Timmy zu Gulasch gemacht. Ich hätte mir ein Bein abgeschnitten. Geht ja hier nicht. Samen. Schrotthaufen. Farbdosen. Leder. Dünger. Kann ich nochmal neu an hier. Muss ich wohl annehmen. Tankstelle. Ja komm, hin da. Was haben wir denn hier? Zange. Schraubendreher. Was soll ich damit? Ich brauche Essen. Könnte wirklich eine Dusche gebrauchen. Ja, Ted repariert die gerade. Ey, das Spiel ist viel schwerer, ey. Kann ich nicht einfach mit 2 Leuten hier rein? Ey, 4 Leute, die fressen uns alle Jahre vom Kopf. Ja, geht doch duschen, Mensch. Könnt ihr wirklich eine Dusche? Haben wir kein Wasser mehr? Wir haben kein Wasser mehr. Kann ich den Fressnapf nicht füttern? Wer ist da schon wieder? John Connor. Jetzt ist halt der Lowers auch noch krank, ey. Ich soll das Spiel erstmal auf einfach spielen, glaube ich. Jetzt selber guten Abend. Ich meine den Anspiel nicht. John. Elfe, ich bitte, werde gejagt. Irgendwas ist hinter mir. Lasst mich rein, bitte. Nein. Außer du trennst jetzt sofort irgendwas ab. Wir haben kein Essen. Ich habe doch 3 Essen mitgebracht. Oder nicht? Wo ist denn das? Haben wir schon gefressen, Alter? Ich glaube schon. Wir haben weniger Essen. Ey, 10 Essen ist zu wenig. Die haben schon gegessen. Ja, ja. Ja, aber das funktioniert doch nicht. Die müssen doch viel seltener eigentlich essen. Wahrscheinlich wie in 60 Seconds, so alle 5 Tage oder so, aber... Herr Spiel, das mal verstehen. Machen wir mal. Wir haben ja hier unser. Wir machen mal Schwierigkeit einfach. Keine Bestenliste. Ja, das ist okay. Kann ich von mir hier laden? Ah, hier, Ted. Da ist er. Ted, Lois, Timmy, Mary Jane. Gut. Scharikow. Ja. So. Habe ich jetzt das Tutorial wieder an? Nee, das kann ich überspringen, hoffe ich. So, die kriegen jetzt nichts zu fressen mehr. Die kriegen jetzt echt nichts mehr zu fressen.
ja, ja. Verstehe ich schon. Meine Pizza ist da. Hat Gibbet. So, Charikow geht's wieder gut. Wir müssen das ganze Essen, das bleibt jetzt einfach für Charikow. Können wir am Arsch lecken. Die anderen fressen jetzt nichts mehr. Die können sich gegenseitig mit Fleisch abknabbern von mir, aus. The Lowers. Repariere den Generator. Kannst du die besser reparieren? Sichtlich, ne? Die ist voll die Reparaturtante. Schinkenpizza. Ja, geht klar. Kann man essen. Trink Wasser. Oh, viel Glück, dankeschön. Fertig stellen. So, machen wir erstmal einen Raum. Und ein Schlafsack. Und ein Scheißhaus. Komm hier hinten, nehm das Wasser. Und ein Putzeimer. Lass mal alle bauen. So müde. Ja, ja, sind müde. Ja, dann geh schlafen. Nee, ich mach die mal nicht auf automatisch, weil ich hab dann Angst, dass sie mir das Essen wegfressen, sekündlich. Ted ist müde. Okay, Ted muss noch ein bisschen warten. So, Dolores könnte eigentlich direkt eine Expedition machen. Mit niemandem, so. Geh mal nach da und dann nach da. Da. Bratpfannkönig, guten Abend. Die rüstest du mal aus. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir brauchen ja was zum Handeln. Nehmen wir mal 5 hiervon mit. 5 davon. 5 davon. 4 davon. 3 davon. 3 davon. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Ihr geht keine Schinkenpizza mehr? Geht da voll klar. Und Mary Jane und Timmy geht's gerade gut. Die haben. Okay, Kacke-Klo haben wir gemacht. Anscheinend haben wir die richtigen Teile, um ein System zu verbessern. Wir sollten vielleicht direkt das hier. Haltbarkeit, Effizienz. Das Leder. Wolle und Rohr. Die Kontamination. Ist eigentlich noch alles zu früh. Okay. Ob die so bleiben? Gib mir das nochmal auf. Unsere beiden Miezen liegen gerade nebeneinander. Ich glaube, Rosinchen hat es noch nicht mitgekriegt. Würde ich jetzt mal vermuten. Süß. Haben wir die Gruppe gepostet, Mel und Tobi? Dachte erst, Lois hätte jetzt einen Bart, aber es ist ja nur eine Frisur. Und eine Schinkenpizza ist geil. Ihr geht nur zum Platzieren des Klos. Was? Warum? Nehmt das Wasser. Beste Stelle. Da kannst du direkt, wenn du geschissen hast, aus dem Getränkekanister direkt spülen und dann weiterkacken. So, Funkspruch annehmen. Mitwirken. Klar, Bauernhof. Vielleicht können wir tauschen. Brauchen mehr Essen. Achso, ich will gerade spielen. WhatsApp. Handeln. Handeln. Benzinkanister. Wolle. Brauchen wir alles nicht. Aktuell zumindest nicht. Habe ich schon gesehen. Okay. So. Dad ist müde. Dann gehen wir eine Runde pennen. Was haben wir denn hier? Guck mal, ein Essen schon mal. Ein Essen, dann lassen wir die Nägel für da. Hauptsache Essen. Essen nehmen wir mit. Der Ding. Ja. Das Regenfass. Kann 20 Einheiten Wasser fassen.
Noch einen Schlafsack brauchen wir. Schiff von vorzuspulen. Ja, ja, kann ich, weiß ich. Ich weiß aber trotzdem nicht, was ich spielen soll. Terraria. Funkspruch annehmen. Objekt untersuchen. Noch mehr Essen. Danke. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Glück mit Essen. Kann das sein? Drecksäcke. Timmy, ich brauche noch Zement. Charikov schläft. Ja, wir warten mal auf Dingens. Papa muss ein bisschen ausschlafen. Den beiden geht's soweit gut. Lois ist wieder da. Alles nehmen. Ethiken. 12 Essen haben wir. So, wer ist gerade am müdesten? Timmy, leg dich mal hin. Maybe Jane. Lass mal eine Runde kacken. Ich muss mal. Ja, ich weiß. Bin schon am Kacken. So, Lois muss auch mal auswaschen. Toilette benutzen. Direkt auswaschen, bitte. Mary Jane, müde bald ein bisschen. Das ist okay. Bibi muss mal kacken. So, dann würde ich sagen, geht der Lois eine Runde pennen. Und Papa. Der Wasservorrat ist reichlich klein. Ja, hat ja auch noch nicht geregnet. Papa, kurz waschen. So, Toilette benutzen. Ist auch mal eine Runde kacken. Wir haben noch keine Dusche gebaut, sehe ich gerade. Dusche. Nehm die Putzdingens hier, das geht schon. Brauchen wir halt jetzt nochmal Wasser, ne? Duschen. So. Geh mal duschen. Mayjane ist müde. Dann geh mal schlafen. Und Ted geht jetzt gleich eine Runde mit Timmy. Würde ich sagen, auf Expedition. Nach. Ich würde sagen, wir können nicht. Wir haben kein Wasser. Wir müssen warten, bis es regnet. Natürlich. Leichter Sandsturm an der Oberfläche. Lange her nur leichtes. Ted. Oh, das geht allen noch soweit okay. Was? S7MS, Schatz. Spiel mal die Sims. Ach, Sims. Welche? Sims 1, 2, 3, 4, 5? Durstig. Wer ist durstig? Timmy ist durstig. Gut, dass wir wieder Wasser haben. Ted ist auch durstig. Gut, dass wir Wasser haben. Mary Jane ist auch durstig. Solange das ist, würde ich sagen, tun wir alle schnell was trinken. Weil es regnet gerade, dann füllt sich das wahrscheinlich wieder auf, ne? Bits! Was Bits? Ich hab Bits. Warum? Sims 2, das ist das Beste. Alles klar. Mel, danke für die 5 Bits. Dankeschön. Dankeschön. Duschen. Ted muss auch duschen. Könntest du nicht einfach mit duschen? Na, er wartet. Schade. Ich dachte, die hätten beide duschen können. Simulcra. Dieses Handy-Novel-Horror-Spiel. Tobi, wer ist der Ready für Oktober bei Horror-Koop-Games? Hab da so ein paar. Das ein oder andere. Wir warten gerade, bis er duschen ist. Logo. Ja gut. Das wollte ich hören. So, Ted geht kurz duschen. So, Lovis. Essen kann noch ein bisschen warten. Expedition planen. Gehst mit Timmy, würde ich sagen. Nach da. Ausrüsten. So, wir müssen natürlich wieder Sachen mitnehmen. Zum Handeln. Mal hier von welcher mit davon. Ich freue mich schon auf Oktober, mein Lieblingsmonat. Ja, ja. Ich weiß schon warum. Ihr Säcke. Ihr wollt mich nur leiden nehmen. Ja. Frau direkt, ja. Unverschämt.
unver... Was? Ich war das nicht. Katzenmörder. Tscharikow geht's gut. Siehst du, jetzt hat Tscharikow Hunger. Krieg da was zu essen. Er frisst doch eine ganze Dose, ne? Ey, leide, ich leide mit dir. Ja, ja. Geht mir genauso. Und auf ein Kino. Was? Und auf einen Kinofilm. Was für ein Kinofilm? Bei welchen? So, Tscharikow hat gegessen. Ich würde sagen, wir essen jetzt, wir lassen nur noch Tscharikow essen. Ich finde das eine gute Idee. So, die beiden sind jetzt. Warte mal, kann ich mit Ted? Ach komm, die beiden gehen jetzt auch mal hier Expedition planen. Komm. Mit Mary Jane. Also unbemannt. Ja, dann ohne Mary Jane. Aber wir haben kein Wasser. Ja, Entschuldigung. Es regnet gerade noch, ne? Wir müssen kurz ein bisschen auf Wasser warten. Hungrig. Ja. Noch nicht hungrig genug. So. Expedition. Gehst du mal nach da, würde ich sagen. Ausrüsten. So, du musst auch was zum Wechseln mitnehmen. Ja. Auf geht's. Fnaff? Nee, kein Fnaff. Oh, nee, nicht in Film, nicht im Spiel. Kürbisschnitz und Horrorzeug ansehen, Flatty Leiden sehen und geiles Essen. Und es ist nicht mehr so warm. Ja. Ich will noch so eine Horrorspielliste machen. Was? Wieso Leiden sehen? Oktober ist immer so unfreiwillig Horrormonat. Da werden ganz viele Horrorspiele. Solo und Koop. Wie lange machst du noch? Maximal ein Stündchen. Minimal. Ja, klar, durchsuch. Das sind einfach das Kind alleine zu Hause, weißt du? Unverschämt. So, was haben wir denn hier? Was zu essen? Natürlich nicht. Kalk, Benzin. Wasser? Wasserhammer. Wolle würde ich mitnehmen. Schraubendreher. Na komm, nehmen wir mit. Ja, ich muss mir noch so ein kleines Lichtchen machen. Horrorspieler hat mir Frau ja genug geschickt. Muss man mal durchgucken, dass wir so ein bisschen Liste machen mit Single- und Koop-Games oder Versus. Versus gibt es ja auch einige. Fremde ansprechen. Ja. Sprich mit ihnen. Ödland. Wen haben wir denn da? Christine? Wann hier Christine im Chat, meine ich? Handeln. Okay, die hat nur eine Waffe und tierische Kopfschmerzen. Schade. Die kann ich leider nicht kaufen. Ich suche. Also, ja, Oktober wird total lustig. Pizza hatte Schmackes. Was, schon fertig? Fremde ansprechen. Yay, Fremden sprechen. So, den Karton fressen. Gut. Handeln. Essen. Dankeschön. Essen kostet 10. Handelswert 6. Handelswert 2. Ein Essen. Nehme ich. Ey, so muss... sorry, ich hab's nicht gehört. Wie lange noch? Ungefähr 34 Stunden, Tobi. Eh noch ein Stück. Mal. Beide wieder da. Alles nehmen. Ja, danke. Funkspruch. Untersuchen. Essen. Kein Essen. Leider. Zement brauchen wir. Leder. Das. Kein Platz mehr. Okay. Mal hier. Ein Arm einer Schaufensterpuppe. Ja. Mary, Timmy hat Hunger. Timmy muss was essen. Der ist rot. Dolores muss leider auch was essen, die ist auch rot. Okay. Timmy ist müde, schlaf. Mary Jane hat leider auch Hunger.
gut, gut, gut. Fertigstellen. Haben wir noch? Hammer, Hammer, Hammer nicht. Hammer. Machen wir uns mal noch ein Dingens hier. Katzenklo ist schon sauber. Hat ja sehr Hunger. Also, ja, okay. Ja, dann hau rein, das Ding. Hau rein. Hauptsache, sie hat geschmeckt. Wir hatten letztens eine Pizza von, wo war die? Lidl? Aldi? Diese Penny? Penny gab's. Genau, eine Pizza mit Käserand. Der Käserand war nicht unbedingt das, was jetzt sehr lecker war. Die war gut. Aber die Pizza selber war sehr lecker. Penny war die. Ja. So eine Salami-Pizza, die war sehr, sehr lecker. Die war ein bisschen klein, die hätte größer sein können, aber sie war sehr lecker. Übrigens war sie sehr lecker. Habe ich nur gesagt, ne? Jetzt können wir 50 Wasser fangen. Okay. Habe ich schon gesagt, dass die Pizza lecker war? Ja, ne? So. The Lovers geht jetzt auf Expedition. Sie hat sehr viel... Wir haben sehr viel trinken. Eine kleine Tankstelle. Zuletzt besucht vor einem Tag. Vor einem Tag. Ja, pass mal auf. Dann gehst du, würde ich sagen, dahin und dann dahin und dann dahin. Nimmst mit. Muss natürlich wieder tauschen können. Komm, nimm mal den Gummi mit. Benzinkanister, die Kabel, den Topf. Kommt mal das Klebeband. Sie bringt es ja wieder mit. Hoffe ich. Ich mag leider keine Tiefkühlpizza. Aber sub, dass es dir geschmeckt hat. Wir machen die meistens in der Heißluftfritteuse. Klar, selber machen ist leckerer. Das steht außer Frage. Das kann man nicht bestreiten, absolut. Aber sie war sehr lecker. Habe ich schon gesagt, ne? Es ist schwer zu sagen, welchen Menschen man vertrauen kann. Jeder scheint etwas zu brauchen und damit wird jeder Mensch zu einer Gefahr. Das war ein ziemlich stressiger Ausflug. Der arme Tropf, dem wir begegnet sind, tut mir wirklich leid. Er sah so krank aus. Sowas lässt sich wohl nicht vermeiden, wenn man zu viel schmutziges Wasser trinkt. Timmy muss duschen. Timmy, duschen! Papa muss schlafen. Und was essen. Papa muss leider was essen. Katze hat nichts zu verhungern. Punkt. Wir haben noch 8 Essen. Ich hab die nicht sterben lassen. Ich wollte mir sogar einen Fuß abhacken. Scharikow hätte ja einfach Beine abfressen können. Hätten wir den Mopi? Das Sushi? Das Rosinchen, das geht und das Bio. So ist es. Merkt euch das. Bestätigen. So. Timmy, zieh dir mal das Ding an. Dann reparier mal das und das. Mitwirken. Komm ich auf Oktober. Weil mein Bruder und ich haben Geburtstag. Beide am selben Tag? Zwillinge? Drillinge? Handelswert 25. Wow. Das Scharnier nehme ich, weil das Scharnier brauche ich für irgendwas, das weiß ich. Nope. Okay. Nope. Da gibt's ein für euch zum Geburtstag dann Horrorstream. 2 Jahre Unterschied. Ihr könnt ja trotzdem Zwillinge sein. Über Zeitreise und so. Essen. Wir haben Essen gefunden, Leute. Wir haben Essen gefunden. Muss ich die hier lassen? Dann nehme ich die lieber mit. Jetzt haben wir hier ein Buch. Wertvollen Wissen. Jetzt kann ich nur 6 Sachen mitnehmen. Ich muss nächstes Mal irgendeine Tüte nehmen oder sowas. Hier, das können wir noch mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Ja. Ich werde 17 und er 19. Aber am gleichen Tag. Kann ja rein zufällig sein. Das wäre scheiße, ne? Das stimmt.
Wir hatten jetzt, hat jemand von euch ausgeschlafen? Ted, genug geschlafen. Wir brauchen Kraftstoff. Am 3.10. Ja, das heißt, wir müssen am 3.10. einen Horrorstream machen. Wie Mika? Ah, wie Wuffi? Ja. Okay. Ja, dann Horrorstream am 3. Und am 4. Und am 5. Und am 6. Und am 7. Und am 8. Und am 9. Oh ja, hier, ah, hier ein Seil, das brauchen wir. Da müssen wir was hier lassen für. Dann lasse ich die scheiß Benzinkanister hier, komm. Wir haben ja noch Benzin, so ist ja nicht. Wir brauchen dieses Seil. Und am 9. Niebsein, ich gehe mal in die Räucherkammer. Schmeckst du dann besser? Hier geht's ja, Katze. Achso, Katze. Ah, Katze. Moment. Melissa, füllen, schnell. Oh. 7 von 12. Wir haben noch Essen. Wir haben noch Essen, Leute. Oh, ein Stress ist das hier. So. Ohnemann hat alles repariert. Ohnemann geht schlafen. Anscheinend haben wir die richtigen Teile, um das System zu verbessern. Deine Mutter. Aufrüsten. Nee, ich warte mal, bis Mutter da ist. Ich will diese blöde Falle bauen. So, da ist sie wieder, die blöde Kuh. So, alles nehmen. Jo, du Loves, geht erstmal schlafen. Und Ted, festlegen, hier, Falle bauen, da ist er. Die muss ich jetzt hier draußen hinsetzen, ne? Ja, setzen wir mal nach da. Chemikalienanzug, ja dann geh doch wieder zurück, zieh dir das Ding an und dann bettst du das vor Ort. Idiot. So, ich hoffe, dass wir damit was zu essen fangen können. Katze schläft, Katze geht's gut. So, Mary Jane muss mal eine Runde kacken. Denk dran, in den Eimer, nicht ins Wasserbecken. Was, Jarikov? Nein. Wenn ich jetzt dran gedacht hätte, das wäre sie wahrscheinlich... Nein, irgendwann wäre mir das Mauzen aufgefallen. Früher oder später. Ach, Leute. Kannst du jetzt mal kacken? Und jetzt aufwaschen. Dankeschön. So. Duschen. Du glaubst, muss man ja eine Runde duschen danach. Timmy braucht Durst. Kann ich auch hier unten trinken? Wasser trinken. Verstrahlt. Jemand leidet an einer Verstrahlenvergiftung. Wirklich, Timmy. Timmy? Ja. Timmy ist verstrahlt. Antistrahlungstabletten nehmen. Oh, ich habe das Tierchen gefangen. Und jetzt? Fleisch essen. Zerlegen. Kann ich, Fleisch essen? Soll ich das Reh einfach so essen oder was? Voll der Mörder, dachte sie. Folgende Objekte wurden zerlegt. Alle zerlegt. Falle bauen. Sagt nix. Hast du gerade Rindvieh gesagt? Frau nennt mich einfach Rindvieh. Was ist mit der los? Katzenmörder. Jetzt alles hier, ey. Hammerhart, ey. Reparier mal die scheiß Dusche hier. Ja, da müssen wir auf den nächsten Hirsch halt warten. Ich habe gedacht, ich tue den Hirsch zerlegen, aber anstatt den Hirsch zu zerlegen, habe ich die Falle zerlegt. Der Hirsch ist wieder abgehauen. Dummer Hirsch. Hätte einfach da warten können, der Hirsch. Ach, der Lois. Bin ich auch. Ausrüsten. Nimm
wir das Spielzeug mit. Das ist 25 wert. Vielleicht können wir es verticken. Das nimmst du mit. Das. Und das. Ne, das muss reichen. Ah. Ah. Guten Abend, da bist du ja wieder. Fertig gegessen. Fremde zu Besuch. Das ist mir doch egal. Neuer Rekrut. Nancy. Nein, wir haben kein Essen. Leichter Sandsturm. Angehender Funkspruch. Die Geschenkebox ist wieder voll. Vielen Dank. 二岁的种子蛋炒，驸马郎的七只王啊，满皇上的回环。二岁的种子蛋炒，今天他七枪长七柱。今香莲的三十，二岁的种子蛋炒，驸马郎的七只王啊，满皇上的回环。蹲。 Dankeschön für die 44 Gartenzwerge. Dankeschön. Vielen Dank. Ohne neue Gasmaske. Was zu essen? Und noch ein Seil. Perfekt. Anscheinend haben wir die richtigen Teile, um ein System zu verbessern. Mach doch mal hier. Ja, nicht so, sondern aufrüsten, Haltbarkeit, aufrüsten. Du hast für dein Geld. In mir muss man nur scheißen, ne? Aber machen nicht vergessen. Mal Schutzraum einmal reinigen hier. Wird mal Zeit, ne? Oh, was haben wir denn hier alles? Können wir noch irgendwas fertigen? Eine Mausefalle. Warte mal hier. Eine Rattenfalle. Hier, nehmt das Essen. Komm. Da. Ja, durchsuche. Du hast jetzt schon aufgehört oder ist sie einfach nur müde? Mary Jane. Ja, Katze, sofort. Ist mir auch die Haare vom Kopf, ne? Ist wie echte Katzen, ne? Die fressen mehr als man selber. Und ja, Essen fertig. Ich habe jetzt eine Ausfallerscheinung im linken Arm. Weil du was gegessen hast, oder was? Passiert manchmal. Deswegen kann ich nur mit einer Hand tippen. Nimm die Nase. Das mache ich auch zwischendurch. Katze, ja. Ist doch schon. Katze ist schon fertig. Katze ist schon satt. Die frisst mehr als wir. Soll ich das mal aufhören? Die frisst jeden Tag oder alle zwei Tage was. Essen. 10. Essen ist 10 wert. Dann kriegst du das. Und... Warte mal. Das wird 6. Beides 6, ne? Dann gib mir noch das hier. Inventar ist bereits voll. Oh. Aber das hat alles zu viel Wert, ne? Hey, passiert einfach ohne Grund. Okay. Gott, gruselig. Die haben Handelswert von 6. Das ist echt viel, ne? Ja, dann müssen wir, dann haben wir Pech. Müssen wir echt weniger mitnehmen. Ich verabscheue mich von euch. Lösen wir jetzt einen Mord auf. Mel, bist du noch da? Jetzt gewittert es ja einfach. Ja, hier auch. Essen? Nehme ich? Egal, ja, man findet ja auch Essen. Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Okay. Jo, ich bin auch da. Gut, dann bist nicht du das Opfer. Okay. Das freut mich. Okay, wir haben eine Mausefalle gebaut. Kümmern wir uns mal drum, mal gucken. Ödland. Wer haben wir denn da? Margret. Wo sieht das raus? Okay. Antibiotika. Et. Ah, der war also auf dem Rückweg, ne? Hat er auch gerade hier gewittert, als wir im Rückweg waren.
Aber wir waren vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, vorgestern oder ich weiß es nicht, Samstag, bin ich raus, strahlende Sonne, kurze Hose, T-Shirt, eine Sonne, es war so schön warm. In den DM rein, Katzenfutter geholt, ne? Klar, die fressen ja mehr als wir. In dem Moment, wo ich die DM verlasse, schüttet es aus Eimern. Bis auf dem Hauseweg. Im Rolli sitzend ist das natürlich immer so ein doppeltes Problem, weil man wird auf jeden Fall nass. Hat mich aber nicht interessiert, weil es war eh warm und der Regen war wie Pisse. War unendlich warm. Lohnt sich das Spiel auf dem Handy? Ich glaube schon. Also es ist schon interessant, aber es ist frustrierend. Ne? Die Katze frisst uns alles weg. Mittelgroßes Haus haben wir gefunden. Gut. Ich denke, Spaß. Es ist schwer. Es ist nicht so lustig wie 60 Seconds natürlich, aber von der Art ist es gleich. Kein Schirmständer am Rolli. Nein. Ich hatte auch keinen, der neben mir gelaufen ist und einen Schirm gehalten hat. Die Wärme, mir reichen gerade noch 20 Grad, ja. In den letzten 2 Minuten 5 Blitze. Du, solange sie nicht ins Haus einschlagen oder in deine Wohnung oder in dich. Einfach nur zählen und bewundern. So, Timmy hat Hunger. Sehr Hunger sogar. Was soll ich machen? Ted muss kacken. Du auch? Und duschen. Wow, der Schule ist viel. Agnes, können wir einfach zweimal in die Schule gehen nachher? Geht das? Wenn ich die Plastiktüte jetzt mitnehme. Oh, Teddy. Teddy nehme ich mit. Teddy, das nehme ich mit. Da geht nur maximal 5. Klebeband nehme ich mit. Oh, hier ist viel, ne? Schleifmaschine. Einmal Zement. Auch nicht schlecht. Kacke mal eine Runde. Timmy. Machst das Klo wieder sauber. Mach Papas Kacke weg. Timmy ist müde. Eingeschlafen. Nacht, Timmy. Günther ist hellwach. Guck zu. So, Ted. Ich würde sagen, Expedition planen. Könntest doch, da ist gerade Mary Jane, ne? Schule. Einer Bauernhof, eine Tankstelle, Schule. Keine Tankstelle, kleines Haus. Man deckt da automatisch auch alles auf. Blitz hat so ungefähr 100 Millionen Volt. Und danach bist du lustig. So, gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. So, wir ziehen natürlich die Maske auf. Wir nehmen die Tüte mit. Dann können wir zwei extra. Wir nehmen mit zum Handeln. Das. Und 4 davon. Und 4 hiervon. Oh, wirklich? Was ist möglich? Ich glaube, im Game findest du ein Handy und musst was über den Verbleib des Besitzers herausfinden. Das hier? Reden wir von Sheltered oder reden wir von einer anderen Spiel? So. Jetzt aber. Tobi, es will streamen. Ja. Fleisch essen. So, wir machen jetzt das Fleisch essen. Mal gucken, ob es jetzt direkt an dem Hirsch knabbert. Nein. Oder doch? Vergiftet. Jemand hat eine Lebensmittelvergiftung. Wundert mich gar nicht. Er hat eine Lebensmittelvergiftung. Nur weil er den Hirsch einfach direkt gegessen hat. Ich hätte schwören können, dass man den vielleicht zerlegt oder so. Vielleicht. Es wäre vielleicht besser gewesen. Kochen. Ja. Warum hat er den Hirsch einfach direkt gegessen? Oh. Also, da fällt mir nichts zu ein, ne? Ja, kotzt erstmal eine Runde, ja. Da fällt mir nichts zu ein, ne? Zap! Hä? Du hast einen Zap! Was? Warum? Moin! Falle leeren. Vielleicht Falle leeren. Mal gucken, was bei Falle leeren passiert. Wo wollen wir jetzt ein Let's Play gesehen? Key?
Moin, danke schön für den Sub. 24 GB habe ich schon mal. Achso, Gigabyte. Moin, danke schön. Wächst dein Bart denn auch ganz gut? Ein Leder. Warte, gerade, folgende Stelle wurde genommen. Wieso habe ich kein Essen gekriegt davon? Moin, danke schön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Kleine Pflaumen. Schraubendreher. Zement. Bei Benzin nehme ich auch noch mit. Wasser, es regnet ja genug, so ist es nicht. Ja. Immer wieder den Rasenmäher vorgeführt. Moin, Delf. Mit Rasenmäher? Ach so, Dingens. Der Bärtchen. Ach, moin. So, Timmy hat fertig geduscht. Mensch, dieses Brathähnchen ist eine Superkraft. Stimmt. Da hast du recht. Nein, ich möchte dich nicht rekrutieren. Wir haben keinen Platz. Außer du bringst 40 Essen mit. Dann lass ich mal mit mir reden. Katze schläft. Und Mary Jane kotzt. Beste. Hey, zwei. Ey, diese Runde finde ich ja wenigstens mal Essen. Jetzt Schalter. Ja. Oh, Emme. Was? Emmetophobie. Und ich kann Kotzgeräusche bitte nicht. Oh, das darfst du mir nicht sagen, sowas. Ich kenne da so TikToks. Was? Was? Nein. Benimm dich. Und ehrlich? Nein. Willu, rette mich. Warum? Hallo. Du scheiß Katzenmörder. Die hätte mein Bein fressen können. Sie wollte nicht. Die blöde Kuh. Ich hab mein Bein hingehalten für die Katze. Katzenmörder ist ja Kong schon. Ja, stimmt. Kong ist ein Katzenmörder. Der hat sie erschossen. Ich hätte alles für die Katze getan. Ich hätte mir das Bein abgeschnitten für die Katze. Nein, das war Scharikow. Eigentlich alle roten Katzen sind Kids. Das ist Scharikow. Das ist eine russische Katze. Hab ich gesehen, weil die hat vorhin Wodka getrunken. Hast beide Spiele geholt fürs Handy, macht das sehr gut. MJ hat den Katzenplatz voll gekotzt. Was? Schutzraum reinigen. Ey, war letztes Mal so traurig, wenn du deinen Polizeistream... Was? Dein Polizeistream zu Ende war? Weil es Kontrabandpolizei? Das ist... Ach, Autobahnpolizei. Stimmt. Stimmt. Können wir uns vielleicht auch nochmal reinziehen wieder? Wie du sei nicht so streng zu deinem Mann. Es wäre früher oder später alle verhungert. Das ist richtig. Ja, ich gebe der Katze was zu essen. Sekunde. Oh. Panikverbrechen, wenn andere erbrechen. Ja, dun. Gut zu wissen. Das triggert mich. Alarm! immer wieder erinnern, ey. Ja, Entschuldigung, Milchan. Tut mir leid. Ich bin ein alter, grauer, verhungerter Mann. Hast du mich gerade fett genannt?
Oh, nennt mich fett. Katzenmörder. Unverschämt. Hallo? Bitz! Klopptakt! Bitz, warum? Ja, danke für die 5 Bits, dankeschön! Danke! Ja, Expedition planen. Immer dahin. Nimm die mit. Die nimmst du auch mit. Und du nimmst mit die 5 Eimer und die und 3x Wolle. Und 4x das. Und den Rest wird mitgenommen. Milou, dein Mann ärgert seine Mords. Ja. Autobahnpolizei, gucken wir nochmal an. Immerhin mussten sie die Tragödie nicht mit ansehen. Oh, ich stimme dir zu. Ja, ist ja, ja. Oh. Ich jetzt wieder ganz davor gehalten. Ich hab gar nichts gemacht. Wie geht das mit den Videos im Bildschirm? Welche? Ich sehe keine. Das ist alles bla bla bla, ist das doch. Ich habe Knöpfe hier. Ich habe so Knöpfe. Da drücke ich drauf und dann, Hallo, Freunde. Hallo. Ja. Handeln. Möchten Sie mit mir handeln? Nein, die hat wieder nur Kopfschmerzen. Moin, gute Nacht. Du machst das also. Ganz ehrlich, nee. Nee. Nee, ich mach das nicht. So. So, ein Zement nehmen wir mit. Ich bin doof. Okay, ja, das liegt daran, dass ich immer das mache hier. Und das nehmen wir mit. Shut up and take my money. Was? Ja. Genau, Melissa. In der Kamera zu weit links. Besser? Hä? Ach Mann, nur ich werd gemobbt hier. Noch weiter. Ja, ja. Ich hab TTS kaputt gemacht. Ja, hab ich gar nicht. Bin unschuldig. Ich mach gar nichts kaputt. Ihr seid alle doof. Ja. Was lasse ich denn jetzt hier? Die Strahlentabletten. Lass mal die Federn hier. Nehmen wir den. Nee, noch ein Strick wollte ich nicht. Verdientes Mobbing ist kein Mobbing. Doch, Dun. Mobbing ist es erst nach 6 Monaten täglichen Mobbens. Richtig. Ja. Deswegen ist es kein Mobbing. Macht das schon 3 Jahre. Die mobben schon seit 3 Jahren, ja. So stellt euch mal nicht so an. Ich? Ja, doch. Dankeschön für die, Dingens. Was war das? Was zur Hölle war das? Das ist eine Katze. Ich glaube, es waren Likes, glaube ich. Dankeschön. Ich weiß es nicht mehr. Ich liebe es, Digga. Tut mir wirklich leid. Alles gut. Du. Kleb den Bildschirm voll. Alle Dude. Ja, yeah, aber nicht 3 Jahre, 74,7. Doch. Fast schon. Ja, doch. Milou darf das. Milou hat keine Lebensmittelvergiftung mehr. Mary Jane, Entschuldigung. Ne, ja, die hattest du vor ein paar Tagen. Da hab ich Katsudon gemacht. Lecker, total lecker. Hat ja auch geschmeckt, danach war sie nur noch kacken. Da war noch nicht mal Milch drin. Ja, natürlich, ich hab immer recht.
hast du da reingemacht? Das ist ja das. Das war nur Reis, Ei und Schweinchen. Und ein bisschen Mehl. Und ein bisschen Mehl. Und paniertes Panko. Komm, ich rekrutiere dich, Melissa. Wir haben doch eine Melissa gerade im Chat, ne? Ich habe dich gerade rekrutiert. Hast dich gerade angeboten. Verkack's nicht, Melissa. Ja, Melissa hat sich angeboten. Möchte einen Deal aushandeln. Ja, was hast du denn im Angebot? Kalk, Kalk. Scharniere nehme ich. 3. 3, Handelswert 2, Handelswert 2, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 97, 104, 8, 2. Hat nur irgendwas Handelwert 1? Komm, hier, nimm noch ein Stück Kunststoff. Hast du noch irgendwas hier? Komm, gib mir noch ein Rohr. Ja. Man kann mich auch Isa nennen. Aber da steht Melissa. Ich bin froh, dass ich, ich lesen kann. Namen merken kann ich mir nicht. Oh. Jetzt traurig bin ich ja. Warte. Das geht doch nicht. Oh. Bin erschöpft. Tut mir leid, Melissa, tut mir leid. Tag 10. Es ist nett, ab und zu Besuch in unserem Schutzraum zu haben. Auch wenn er uns anmeckert, weil wir die ganze Zeit das Licht anlassen. Wir verschwenden anscheinend kostbare Energie. Ist doch egal. So. Timmy, mach mal sauber. Mir wird schon wieder alles vollgeschissen. So. Er kommt essen. Okay. Blubblubblub. Trinken hab ich. Bei uns wird es Freitag japanisch Curry mit Panko Fried Chicken. Okay, wir kommen alle essen. Wieso finde ich jetzt so viel Essen? Davor die Runde nicht ein einziges Essen gefunden auf, weiß ich nicht, fast 10 Expeditionen. Es könnte Schwierigkeitsmodus sein, ja. So, Melissa. Kaum zu Hause, säuft mir schon den Schrank leer. Toll. Die Sticker haben mich. Gibt ja genug davon, ne? So, was hast du? Du hast bald Hunger. Wie viel Essen haben wir noch? 10. Katze schläft. Ted muss, wir könnten mal alle gerade, weil gerade hier ist gerade geht's, mal was trinken. Fremde ansprechen, immer mit Fremden sprechen, Leute. Immer mit Fremden sprechen. Ja, komm alle vorbei. Ach so, ich dachte, du bringst uns das. Gute. Lieferservice und so. Handeln. Was hast du denn? Nur Kopfschmerzen und eine Knarre, alles klar. Was hast du denn? Ein Strick. Reife. Was mit dir hier? Gut. Bits! Was Bits? Erdbits. Elisa, danke schön. Für die 5 Bits, danke schön. Sticker sind auch mal drin. Vielen Dank auch für die Sticker. Immer schön vollkleben. Weil irgendwann. Ich habe leider den Balken nicht. Irgendwann ist das Ding voll und dann gibt es ganz viele automatisch. Und dann geht's ja ab. Dann ist fette Party. Fette Sticker-Party. Dann wird hier alles vollgestickert automatisch. So, du gehst duschen. Hunger, Durst, Pipi, Kaka. Okay. Bin ich hier die einzige Aktive? Das kann sein. Die anderen, Tobi spielt. Mel spielt an Tobi. Milou spielt mit sich selber. Milou passt auf alles auf. Entschuldigung. Chat gehört jetzt mir.
Ah, Death ist. Siehst du, Death passt auf. So. Ted, wie sieht's denn aus? Könntest du noch eine Runde? Komm. Geh mal nach. Da. Ach nee, warte mal. Ich mache uns erst noch eine Tüte. Ja, dann können wir alleine rauchen, genau. Expeditionplan. Dahin, dahin und dahin. Ausrüsten. Das sind meine ganzen Gasmasken. Da sind doch so viele. Hat die Ding jetzt alle mit oder was? Warte mal. Die alle verbraucht? Was? Alter, Mel ist noch da. Ein aktiver Lurker. Günstiger. Der fucking erschreckt. Ja, weil Tobi das Kinderzimmer entfremdet. Ja, was? Bitte, was? Ja, Tobi muss wieder ausziehen. Also nicht aus der Wohnung. Was nimmst du denn mit? Komm, nimm mal 15 Federn mit. Und das Klebeband. Sticker! Sticker! Ansehen. Wir haben etwas gefunden, dass wir eine Mutter zwischen zwei kleinen Kindern am Arm aussah. Sie waren alle tot. Na toll. Es ist nie leid. Bitte, was war das? Ey, wieso furzt du hier rum? Es ist nie leicht, die Leiche einer Familie zu finden. Nur die Ausnahmen. Es hält uns Augen auf, schnell das Schicksal erreichen können. Na toll, das siehst du auf Tour, siehst du jetzt auch schon Sachen. Toll. So, Dolores ist müde, dann geschlafen. Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Was soll denn das? What the fuck? Wer ist schwanger? Die darf das. Immer. Ich bin auch schwanger. Ich habe ein Food Baby. Ja. Melissa, zieh mal das Ding da an. Und reparier mal das da und das da. Tu mal was für dein Geld. So. Katze, ja, Moment, Katze, ja, ich hab's gehört. Ich hoffe. Mensch, die frisst mir wieder alles weg. Da liegt was zu essen. Kann ich das mitnehmen? 10. Gib mir dein Essen, du Opfer. Ja. Warte. Bin ich das Spiel? Du bist das, ja. Melissa, hab ich doch gesagt. Hier, da bist du. Da ich doch. Ich hab dich vorhin einfach rekrutiert, eiskalt. Das war reiner Zufall. So, ein stricken Scharnier noch. Wasser, Hammer, Schreibplan. Das nehmen wir mal mit. Ist derselbe Sound wie in Dingen, zwar. So, Timmy hat Hunger. Timmy muss leider was essen. Was soll er machen? Timmy hat Hunger. Timmy muss duschen. Und danach eine Runde schlafen. Dann ist er repariert fleißig. Lieferdienst gibt es nicht. Das geht doch nicht. Finde ich nicht gut, Dunn. Gruselig, das Ding. Mel! Lecker, dankeschön. Nom, nom, nom. Oh, wie geht's denn, Mary Jane? Mary Jane ist topfit. Kannst du allein auf Reise gehen, vielleicht? Funkspruch annehmen. So, was haben wir denn hier? Dünger. Gedüngte Nutzerpflanzen. Ja, können wir noch nicht bauen. Das nehmen wir mit. Können wir irgendwas fertigen? Ein Raum. Was soll das? Das ist sehr gruselig. War sehr gruselig, Melissa.
Tag 12 schon wieder und alles unter Kontrolle. Ja. Antibiotika. Heilt Infektion. Wert 30. Na komm, gucken wir mal. Das nehme ich mit. Ukipim. Oh, ich fand das sehr schön. Ich auch. Absolut. Es war wunderschön. Ja, ich war wunderschön. Gruselig. Aber wie sieht's aus bei Melissa? Die ist noch kerngesund. Könnt schwören, dass Scharikow hier gerade Timmy ins Gesicht gefurzt hat. What the duck? Oh, das nehmen wir mit. Essen. Essen nicht vergessen. Essen. Streichholz. Komm, wir nehmen das. Wir nehmen das Spielzeug mit. Eine lange Tour, die Tetter macht, wa? Mir geht's super. Reingehender Funkspruch. So, wie sieht's denn aus mit ihr? Die reparier mal. Guck mal, was für den Geld. Melissa ist fleißig. Die repariert da draußen am Sandsturm. Tiefsten Sturm, Melissa. Leg mal den Anzug zurück. Gönn dir mal eine, gleich eine Mütze Schlaf hier. Hallo, alter Mann. Hallo, Dri. Hallo. 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 Holodri! Ein Holodri! Ja, scheiß doch die Wand an! Wo kommst du denn her? Guten Abend! Melissa ist ihre Suppe wert. Ich bin der Mann im Haus, total. Absolut. So, Timmy geht's suppi. Zustand 69. Ja. Hölle. Bongo Smash, Alter. Jetzt willst du alle wissen und schreibst du dann die auf, die am schlimmsten sind, Melissa. Apropos Melissa, da ist noch eine. Hast du eine Namensschwester? Kann das sein irgendwo? Kennst du noch eine Melissa? Ah, die hat nichts für mich. Nehmen wir einfach zwei Melissas auf. Ne. So, was haben wir denn hier? Noch ein Strick. Den nehme ich. Gasmasken. Ich brauche Gasmasken. Ich brauche dringend Gasmasken. Lass mal den Teddy mal hier. Der war lustig, ne? Ja, ich war lustig. Hier. Hier, ich bezweifle. Der war der Wahnsinn. Ja, ne? Hat ihr auch. Lässt sogar das Essen liegen. Hab ich Essen liegen lassen? Das war Absicht. Zur Hölle. Loris hat sehr viel Hunger. Kann auch nichts kochen, das ist ja das Problem. Oh, scheiße, ein Zement. Würde ich mir glatt mitnehmen, aber. Ah, wie geht's denn Timmy? Timmy geht's gut. Okay, die Musik war ja mal mega. Die war gut, ne? Die war wirklich gut. Ich kenne auch noch nicht alles, Dicker. Also am besten Willen nicht. Sind einfach zu viele. So, wir sprechen wieder an Person an Tag 13. Das gibt bestimmt Glück. Dann haben wir hier Pamela Anderson. Alles klar, handeln. Die hat bestimmt Brüste. Oh, was zu essen. Nehme ich. Z.
So. Es läuft, es läuft. Vater, kannst du mal wieder nach Hause kommen? Are you sure about that? Ja. Das ist ja das. So, bald hat Ted mehr Charisma als ein Politiker. Der ist schon, hatte der schon, als er Level 2 erreicht hatte. So, können wir vielleicht irgendwas Sinnvolles fertigen? Hier, die Brennkammer können wir jetzt fertigen. Komm, die machen wir mal. Mal gucken, was wir da drin machen können. Melissa, bau. So, Timmy. Es geht allen noch sehr gut. So, los, müssen wir duschen. Komm. Geh baden. Timmy, du reparierst in der Zeit das Bett, während deine Tochter, deine Schwester schläft. Jerry und du, guten Abend. Ist dir. Brennkammer. Ah, dafür brauchen wir bestimmt. Ungewollte Objekte entsorgen. Man kann auch Holz, Kohle und Benzin. Dafür gibt es bestimmt die Kohlesäcke. Bestimmt. Hau mal eins rein, Brennzeit 13 Stunden. Wow. Wahnsinn. Jetzt brennt's. Wahnsinn. Ich hatte gehofft, dass da mehr drin geht. Was haben wir denn hier? Versteck. Ein Platz, den du verstecken kannst, wenn du dein Schutzraum eingebrochen wird. Dass das überhaupt gibt. Bin ich ja schon schlimm. Wie sieht es denn aus? Die Falle haben wir gerade keine. Dann sollten wir noch eine bauen. Vater ist wieder da. Oh, ja gut. Das ist gut gemacht, Papi. Teufelsatmen. Atmen. Entschuldigung. Teufelsatmen. Guten Abend. Wie geht's dir? So, Papa hat Hunger. Und müde. Das gönnst du dir jetzt mal so richtig. So, du hast nix. Den anderen geht's allen gut. Mao auch. Scharikow geht's sehr gut. So, fertigen. Können wir jetzt irgendwas fertigen? Eine Mause. Was ist nicht mit der Falle? Toilette benutzen. Rattenfalle. War nix drin gewesen, leider. Und dann Schutzraum reinigen, bitte, Dolores. Melissa, könntest du was fertigen? Was ist mit Level 2? Dafür brauche ich erst Level 2. Dafür muss ich das Ding erst upgraden, ne? Aufrüsten. Brauche ich noch Rohre, noch Scharniere und mehr Seile. Okay. Mir geht's gut. Mir auch. Ah. Ah. Wir sind gerade in Runde 2. Es läuft. Rohre, Scharniere, Seile. Oh, Scharniere, Seil. Scharniere, Gehirn. Was braucht das Ding eigentlich? Autobatterie, Reifen, Lichtmaschinen, Anlasser. Klar, haben wir alles da. In Massen. Ted pennt. Der soll ja auch pennen. Melissa müsste mal eine Runde scheißen. Was ist das hier oben eigentlich? Gegenstandskorb. Mary Jane? Guck dir das mal an. Gegenstandskopf. Da hat einer Sachen reingelegt. Einfach so. Okay. Okay. Wo ist eigentlich der Lothrien? Ist der schon wieder weg? Ich habe einen neuen Namen für mich. Sticker Melissa. Ui, der Wagen braucht ja viel. Ja. Die schlimmen 90% der Streamer sagen immer beim ersten Mal Teufelsart. Ja, ich bin aber... Ignoriere mich. Ich bin ein alter Mann. Lesen und so ist nicht. Nee, der ist da. Ah, okay. Was geht denn bei dir, Lothri? Was geht ab? Du bist schon ganz heiß auf Payday, hab ich gehört. Ted. Du gehst danach mal eine Runde duschen. Melissa, reparier mal. Schwerer Sandsturm an der Oberfläche. Ah ja, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Füllen. Oh, dachte aber auch keiner was, ne? Katze Mau macht. So. Lothri war gestern auf der Comic-Con.
und hast ganz viele Sachen gekauft. Hab ich gehört. Und Melissa geht mal eine Runde schlafen. Wie viel Essen haben wir gerade? 13. Geht ja noch. 77, 78. Bisschen was? Was gab's denn Gutes? Was hast du denn gegönnt? Oh, es ist müde. Stehe ich gar nicht. So, wo könnte er denn jetzt mal hin? Geh's mal dahin, komm. Nimmst mit. Das da. Eine Teddy. Zwei Teddy. Und. Zehn Nägel. Komm, lachen, der war gut. So, wir brauchen das. Vier davon. Gruppe senden. So. Harry Potter, Grug und Figur. Shut up and take my money. Das ist nicht schlecht. Ja, why not? Wir haben heute, ich habe heute auch Manga gekauft. Happy Marriage. Happy Marriage. Band 1 bis 4. Läuft gerade auf Netflix. Wir gucken jetzt Mittwoch noch die letzte Folge von Staffel 1 und dann hat Frau gesehen, oh, gibt Manga. Muss ich haben. Willst ja auch wissen, so ist er nicht. Awkward Puppet. Nicht so awkward. Und rein zufällig habe ich sie heute im Laden gefunden. Rein zufällig. Welche Katze war das jetzt? Ist das Scharikow? Hat eine Katze gehört? Bin doch nicht bekloppt. Wird schön, dass ich die gehört habe. Der ist gut, der ist sehr gut. So. Vanessa geht jetzt mal eine Runde. Timmy geht eine Runde schlafen. Mary Jane. Mary Jane geht jetzt eine Runde schlafen. So, Kinder gehen pennen. Fremden sprechen. Ja, Fremde ansprechen. Bits! Was? Bits! Bits! Lisa, spar dir das für die Sticker. Glaub mir, es lohnt sich. Die Sticker-Party ist lustig. Dankeschön trotzdem für die 100 Bits. Dankeschön. Ich habe heute auch zwei Mangas gekauft. Oh oh. Button. Phobi und der Dalmatiner. Oh, stimmt. Siehste? Mary Jane muss danach mal eine Runde duschen. Comedy. Go. Ja, der war gut, ne? Der war richtig, der war der Knüller, ne? So, Melissa hat Durst, da kannst du gerade was trinken. Was ist mit dir? Hast du auch Durst? Nicht viel, aber trotzdem, es regnet gerade. 15. Scheiß die Wand an. Was gibt's denn hier schönes Essen? Gut, ne? Die Witze sind heute wieder der Knaller. Da könnte ich hier. Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrasten. Ja. So, Ort durchsuchen. Liebling, danke fürs Röschen. Dankeschön. Vielen Dank. So, wie geht's euch beiden hier? Die hat bald Hunger. Timmy hat bald Hunger. Der geht's, mindestens geht's prächtig oder was auch. Babykatze hat Blähbauch und pups alles voll. Hab erstmal alles abbekommen. Verdient. Ja, wir kriegen das auch andauernd. Rohre brauche ich, das weiß ich. Ja.
Happy, happy, happy. Aufrüsten. Kann ich den aufrüsten ein bisschen? Drähte, Ventil. Annehmen. Untersuchen. Vorgespräche annehmen. Ort durchsuchen. Nimm an, die Scheiße. Oh, den jetzt beiden prächtig. Oh, die ist wieder wach. Sie geht jetzt duschen. Perfekt. Gutes Kind. Was mit Timmy? Timmy geht danach nur unter Scheißen. So. Was zu essen? Ein Strick. Nehme ich. So, die Falle ist aber gerade noch leer. Boing. Boing. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Aber richtig. Ja. Platz 1. Unverschämt. Unverschämt. Mitwirken. Jetzt sind die anderen alle traurig, Melissa. Oh, der will kämpfen. Dann gehe ich lieber. Egal. Unverschämt. Oh. Fertigen. Noch ein Bett geht auch nicht. Gasmasken, Kunststoff, Wolle, Gummi. Okay. Machen wir noch eine Plastiktüte. Lizard Bock. Meinst du echt, die hat eine Ziege zu Hause? Apropos Ziege. Da kommt ein Hirsch. Essen. Das Rohr, perfekt. Scheiße. Lass ich das hier. Gasmasken brauchen wir damit. Lass ich nicht weiter stacken. Schade. Das lässt sich auch nicht weiter stacken. Ich den verschissenen Hirsch jetzt wieder esse, ne? Shut up and take my money. Ja. Ich esse den Hirsch jetzt. Ach, Fletti. Ja, was den Holotri. Mir den Wodka, Anushka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anushka. Die Geschenkebox ist wieder voll. Vielen Dank. Lebensmittelvergiftung, schon wieder. Pun! Dankeschön für die Ente! Knack, 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 knack. Und für die Gartenzwerg. Dankeschön, vielen Dank, du und Dankeschön. Die Ente kommt gleich in die Pfanne, würde ich sagen. Ah, oh, vergiftet. Toll. Antibiotika. Gesundheitsverlust. Ja, komm, nimm das Antibiotika. Mach mal sauber hier. Timmy hat Hunger. Was für ein Geräusch. Kommen hier gleich Aliens und holen mich ab. Klingt so. Zuletzt besucht vor 7 Tagen. Benzinkanister. Ach cool, hier kann man auch. Was fehlt mir jetzt noch? Warte mal. Aufrüsten. Scharniere, Seile und Rohre. Da ist ein Rohr. Da könnte ich da nochmal hingehen. Melissa!
Krabben? Jetzt habe ich Hunger auf Krabbenburger. Ich sag Dankeschön für die 22 Krabben. Die hau ich gleich auch noch in die Pfanne hier. Komm. Schanke Dön. Viele Danke. Dankeschön, Minister. Dankeschön. Was nimmst du denn mit? Komm, nimm mal die Eimer mit. Wen habe ich runtergesetzt? Ja, stimmt. Abo habe ich runtergesetzt bei TikTok. Das. Gib mir den Wodka, Anushka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anushka. Die Geschenkebox ist wieder voll. Vielen Dank. Und danke für die Sonnenbrille. Ich hoffe, sie hat mir gestanden. Ich hoffe. Vielen, vielen Dank. Schön. So, Papa kommt wieder, glaube ich. Kleiner Bauernhof. Essen. Rohre. Wichtig, wichtig, wichtig. Und Holz leuchtet grün. Nehme ich auch mit. Ich gehe mal auf Twitch wieder. Ach, Melissa. Sehe ich überall. Twitch, TikTok, im Spiel. Jo. Mary Jane, kannst du aufhören, alles voll zu kotzen? Wäre sehr nett. Da oben kommt, hier Lara Croft. Ja, weg mit dir. Dun, eiskalt. Unverschämt, Dun. Eiskalt. So, lassen wir mal. Radius hier, nimm das mit, weil das brauche ich. Warte mal, es waren Rohre, Scharniere. Are you innocent? What? What the fuck? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Es waren Scharniere, Rohre und Seile. So, bestätigen. Ich meine, komm zurück, liebe Pur. Ich beiß auch fast nie. Du. Kleiner Sack. Der Kind, Entschuldigung. Duschen, ja. Der hat's jetzt angetan, wa? Miau. Der ist gut. Ich find den gut. Ich find den sehr gut. Die Katze miaut. Ja, ist ja, ja. Oh. Füllen. Miau. Antworten. So, Barbara ist da. Suche nach Zuflucht. Das ist total toll. Nein. Was war das? War das jetzt Charikov oder bei uns? Katze pupst jetzt im Zimmer meiner besten Freundin voll. Lass ihn mal kacken. Ich bin so nett. Aber Band wird bei der nichts bringen. Miau. Eine Tüte. Ja. Was? Hasch. Du willst Hasch? Gib es nicht. Kannst du knicken. Olle. Kohle. Baby Jane. Kannst du jetzt mal... Nee, kannst du nicht. Okay. Melissa, reparier mal hier. Du hast für dein Geld. Was ist das für ein Geräusch? Donald. Hat auch noch ein Scharnier. Handelswert 1. Geil. Handelswert 50 hat der Teddy. Scheiß, die waren dann. Ich glaube, ich habe genug Scharniere mit. Hoffe ich. Alles muss ich reparieren. Ja. Niemand. Melissa, mach sowas nicht. Frau hat gedacht, ist jemand abgekackt. Mensch. Kannst du doch nicht machen.
Ton. Danke für 90 Gartenzwerge, dankeschön. Vielen Dank für so viele. Leider geht Gartenzwerg-Counter. Ich kann das leider nicht abcatchen. Leider. Ich hab keinen Counter. Ist so schade. Würde es gerne tun. Es geht leider nicht. Müsste es vielleicht manuell machen oder so. Mal gucken. Ich würde vielleicht irgendwie gehen. Dankeschön. Was ist das? Holz. Essen. Kohle. Der Counter ist voll, aber gesungen hat's nicht. Was? Der Counter ist voll, da hat man nicht gesungen. Nee, bei mir ist er noch nicht voll. Sieht nicht so aus. Also ich sehe, gut, ich sehe nicht die Zahl hier, kann ihn ja erkennen, ist zu klein, aber ich sehe, dass der Balken nicht voll ist. Sprungspruch annehmen. 1100. Ist bei mir, ich meine, es wäre eine 2, aber vorne, ich bin mir nicht sicher. Hat ja nicht gesungen. Ich bin unschuldig, ich mach so, ich bin völlig, also völlig unschuldig. Ich kann nichts, aber ich sing für dich hier, warte. Hallo, Freunde. Was für ein Defri? Wer hat ein Defri? Oh nein. Alles Flatty, oh nein. Schuld. Oh nein. Mary Jane geht's semi-gut. Katze schläft. Duschen. Nein, du sollst nicht duschen. Bewusstlos. Ja. Dinge sind passiert. Alles Flatty, Schuld. Ja. Funkspruch annehmen. Ja, wir nehmen mal den Funkspruch an. Das ist ganz wichtig. Holz. Ja, gut. Haben wir da? Mary Jane geht's nicht so gut gerade. Delois wacht schon wieder auf. Was für Delois? Mary Jane geht's nicht gut. Könnte, also ich würde ja gerne, aber Objekt, wann gibt es denn den Defri? Hier nicht. Hier? Auch nicht. Hier, nee. Der Hacking-Konsole, what the fuck, Wasserkondensator. Gibt es denn den Defri? Ich hab doch gar nichts gemacht. Jetzt hast du meine Frau erschreckt, toll. Jetzt hat sich eine Hose gepullert. Was? So, Timmy, mach mal sauber. Wisch mal deine Schwester weg. Könnte ein Problem werden mit Mary Jane. Melissa, bau mal ein hier. Wir werden das gleich brauchen. Kirche. Bin ich hier der Bauarbeiter? Ja. No! No, God, please, no! Doch. Don't let your kids watch it. Hey, noch ist nichts passiert, ja. Noch ist nichts passiert. Tut mir leid, Mary Jane. Sorry. Geh mal eine Runde duschen vor deiner Schwester. Danach gehst du schlafen. Rigo, guten Abend. Wie geht's dir? Geht ab. B.
beerdigen. Weißt du, Schwesterchen ist tot, erstmal happy, happy, happy. So, wir können, also wir können mit Mary Jane, können wir beerdigen, verbrennen oder ausschlachten? Ja. Also. Melissa. Verarbeite mal die Mary Jane. Erst kacken. Gut. Jetzt? Du sollst Mary Jane verarbeiten, du Depp. Komm, verarbeite Mary Jane. Ich kann das jetzt mitnehmen. Wir brauchen einen Gefrierschrank, um das Fleisch aufzubewahren. Warte, dass wir noch keinen Gefrierschrank haben. Das ist schon sehr makaber. Passiert. Was soll man machen? Was soll ich machen? Ich kann es doch nicht ändern. Melissa, tu das mal. Das Schwesterchen begraben. Essen wir sie? Ja, ich hätte eine Gefriertruhe gebraucht. Ich habe leider noch keine Gefriertruhe. Sonst hätte ich sie jetzt einfach tatsächlich wirklich in die Gefriertruhe gelegt, die Schwester. Hätte ich gemacht. Ich kann nicht glauben, dass Mary Jane heute von uns gegangen ist. Es ist so traurig. Wir haben sie in der Oberfläche begraben. Das ist alles, was wir tun konnten. Wie ich diesen Ort hasse. Trauma. Oh, er hat ein Trauma. Oje. Was hat meine Schwester? Schwester hat vor mir geduscht. Das könnte das Trauma gewesen sein, ja. Gerade. So eine Fanliebe. Also so aus Fanliebe und so. Ah, apropos Fan. Ja, genau. Ich hatte die. Ich habe die Abokosten. Konnte man tatsächlich. Man kann tatsächlich die Abokosten runterstellen auf 3 Euro bis 40 Euro, 50 Euro pro Abo. Auf TikTok. Ihr wollt aber nicht wissen, was TikTok davon einstreicht. Das ist kriminell. Deswegen habe ich es runtergestellt auf, ich glaube, 3 oder so. Also ich habe das so günstig wie es möglich habe ich es gemacht. Das würde ich auch genauso in mein Tagebuch schreiben. Lies die Nachricht davor. Dolores wacht wieder auf. Hm. Weiß? Ich habe bestimmt was überlesen. Ja, ist ja Jod. Falle lernen. Also warte mal, zieh dir vorher das Ding da an. Was ist mit dir, Timmy? Du hast. Das geht klar. Ich habe momentan keinen Platz, um Fleisch oder Leder zu lagern. Haben wir keinen Platz mehr? Sind wir voll? Wir sind nicht voll. Was hast du denn bei dir? Yay! Oh, Melissa. Nee, nicht das. Aufrüsten. Habe ich keine Scharniere? Hab doch Scharniere mitgebracht, oder nicht? Bin ich bescheuert? Haben doch 6 Scharniere oder so gehabt. Gruselig. Ich habe keine Nachricht davor, ne? Noch eine andere? Es ist schwer zu sagen, welchen Menschen man vertrauen kann. Ihr scheint es zu gebrauchen. Achso, das hatten wir vorhin schon mal. Oh, Dolores hat alles. Dolores hat Hunger. Dolores muss dringendst mal duschen. Und schlafen. Melissa muss schlafen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Timmy. Zieh dir mal das Ding da an.
und reparier mal das da. Danach machst du noch die Falle leer. Ja, ja, ist ja gut. Achso, Katze, 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 füllen. Entschuldigung, ich hab schon wieder. Oh, Katze hat was zu essen. Die Kabat ist immer noch nicht. Wie ist sie denn gestellt? Reparieren. Irgendwie muss man eine Runde kacken. Und duschen. Komm, Melissa, guck mal zu, wie Timmy duscht. So. Mittlerweile ist sie ja eigentlich gedingenst, ne? Ich frage mich, wo die ganzen Scharniere hin sind. Hatte doch 7 Stück mit. Und Seile vor allen Dingen auch. Wo sind die denn alle hin? Verstehe das nicht. Ich habe doch so viele mitgenommen. Wow, das Duschen. Ja, dann kannst du ja im Oktober wieder. Müsste ja reichen. Jetzt nicht für mich tot. Nun, schönen guten Abend, schlaf gut. Genau. Das ist sehr traurig, dass du jetzt geht. Melissa hat gekotzt. Unverschämt. Dun, ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Schlaf schön. Vielen Dank für alles. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Gute Nacht. Schlaf gut. Der Lovers muss duschen. Dann mach das. Mit dem Fallstrick etwas gefangen haben? Nein, ich glaube nicht. Das ist eine komische Katze. What the fuck? Die kotzt gerade. Bleiben wir mal wieder beim Thema. Wieso kotzt The Lois? Du das nicht machen? Falle leer. Ich habe momentan keinen Platz, um Fleisch oder Leder zu lagern. Lager ist doch leer. Da ist doch Leder sogar drin. Das stimmt nicht. Haben die irgendwie ein eigenes Lager oder so? Das gerade nicht, weil ich bin mir sehr sicher. Gruselig. Ich bin mir sehr sicher, dass wir vorhin Seile gefunden haben. Und Scharniere. Wo ist das ganze Zeug hin? Und wir haben vor allen Dingen mehr als 5 Rohre gefunden. Ich check's nicht. Melissa geht jetzt auf Tour. Holt was zu essen. Ich verstehe es nicht. Tüte mit und das Mützen. So. Ein Teddy und nimmst das ganze Essen mit. Nein. Und 15 davon. Und 3 davon. Auf geht's. So, Melissa macht's jetzt. Melissa haut das jetzt raus. So. Timmy geht's gut. Ted muss was essen gleich. Wir haben ja noch. Timmy geht's soweit gut. Du kannst hier mal was nachschütten. Wir haben bald kein Wir müssen auf jeden Fall Benzin mitbringen. Oh, Hölle.
komischer Papagei, Alter. Junge, Junge. Reinigen. Trinken. Trinken. Was mit Ted? Komm, hast jetzt genug geschlafen. Trink mal was. Timmy hat deine Strahlen vergiftet. Emotional damage! Woher? Emotional damage. Timmy hat keine Strahlenvergiftung mehr. Das ist wunderschön. Das ist, wo er immer der die ist. Schlafen. So. Jemand ist in der Sprechanlage. Kenneth. Schutzraum. Ah, nicht ein Schutzraum. Wie wäre es, wenn ich zu euch runterkomme? Das klingt total seriös. Nein. Der Chat besteht nur noch aus Stickern. Ich frage mich, wann diese scheiß Sticker-Party startet. Die müsste dreimal gestartet sein. Ich glaube, die ist bei 500 oder so. 1000? Ich weiß es nicht. Kannst du mal aufhören zu kotzen? Was ist mit Dolores hier? Die kotzt und kotzt und kotzt. Schnell weg. Scheiße. Melissa hat es überlebt. Bin mir fast sicher, dass. Dö, 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 dö. Annehmen können. Das Spiel schon wieder kaputt gemacht? Mittelgroßes Haus. Hallo, Melissa. Handeln. Einfach bei den Stickern auf Leaderboard klicken. Geht das da? Steht da? Steht da? Auch die, wie viel? Wie für heute, aber nicht, wo das Limit ist, ne? Die Party. Guck jetzt nach, ich will's wissen. Eigentlich hätte ich schon längst triggern müssen, ne? Die blöde Saudi. Moment, ich gucke. Nee, ich glaube nicht. Wir gucken da. Creator der Sports. Community Analyse Einstellung. Was müssen wir noch finden? Erweiterung. Meine Erweiterung. Einstellen. Jetzt ein eigenes Dashboard. Stickerparty. 1000. Ja, es ist 1000. Ich muss sie mal runterstellen. Aber nicht, hier kann ich jetzt nicht machen. Weil sonst wird das wieder geresetet. Das möchten wir nicht. Benzin, Essen. Ich hoffe, ich finde noch mehr. Alpha White, moin, guten Abend. Ein Kater ist Party, ich glaube ja. Das hat ist tatsächlich schon sehr lange nicht mehr benutzt worden. Ort durchsuchen.
Nehme eine Scharnier mit, Leute. Und miau. Eins Holz. Miau. Miau, miau, miau. Miau. Und das war übrigens V8-Motor. Du musst duschen. Ja, dann geh. Und das Scheißhaus reparieren. Wow, wow. Ach so, ja, stimmt. Ich alles klar. Das war eine gruselige Katze. Sehr gruselige Katze. Der lege ich mich lieber nicht an. Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Was zur Hölle? Das war sehr traurig. Isa, dankeschön für den ganzen Support, dankeschön. So. Ich frage mich echt, wo die ganzen Scharniere hin sind und die Seile und das alles. Ich verstehe das nicht. We don't make mistakes. We have happy accidents. Das passiert mir andauernd. Das passiert mir ständig. So viele. Wir hatten 5-6 Seile oder so. Ich habe ist ja nicht so, dass ich welche benutzt habe. Yay, mit Fremden sprechen. Ein Bär. Hm. 15. Wir brauchen ja wieder Benzin, deswegen. Blizzard handelt. Was Judy macht, Blizzard. Judy macht. So. Ich warte jetzt noch auf die Heimkehr. Dann. So, wir haben das. Alter muss schlafen. Dann geht er schlafen. Ja, bitteschön. So, was ist hier mit ihr? Der geht wieder soweit gut. 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 Ja. Ich suche. Wie geht's eigentlich so nebenbei? Gut. 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 Ach, meine Frau. Die weiß, wie es mir geht. Solange ich da bin, gut. Weiß Bescheid. Weißt du Bescheid? Ja, Alpha. Sehr gut. Sehr gut. Solange ich lieb bin. Oh Gott. Ja, Masken bräuchte ich. Tüte kann ich selber erstellen. Ziehen. Schick mal gleich nach Hause. Super. Strahlung ist wie Adrenalin. Man muss halt hyperaktiv. Nicht eigentlich sehen? Oder Dingens. Ja, warte mal. Inside? Settings? Da. 950.000. Ah! Rotstier. Bin mir nicht sicher. Ich habe schon Halluzinationen.
So, du gehst mal ein Rundchen schlafen. Ne, Ted schläft ja schon. Ted kann nicht zweimal schlafen, oder? Aber zweimal schlafen? Schwarzer Regen. Geil. Trinken, komm. Trink. Ich muss echt mal meine Pause machen. Bits! Ist so. Was, Bits? Ist ja, dankeschön. Dankeschön. Manni ist das, Manni das Pferd. Ah, Manni. Ach, da meinst du das Pferd hier oben mit dem Geweih? Das könnte sein, ja. So, Timmy geht's gut. Dolores hat bald Hunger. Ja, ist ja Jod. Ich könnte schwören, dass die Teile irgendwo versteckt sind, bestimmt. Die sind safe irgendwo versteckt. Wir hatten mehr Scharniere vorhin, bin mir ganz sicher. So. Oh, ich glaube, wer ist das? Ist das Melissa? Ich glaube, Melissa ist wieder da. Ja. Expeditionstrupp. Alles nehmen. So, jetzt müsste ich ja zwei Scharniere haben, ne? Ja, bestätigen. Ich habe zwei Scharniere und 7 Rohre. Und keine Seile. Ich hatte vorhin so viele. Was ist mit Melissa denn? Oh, was hat sie denn? Hunger, Durst, Kaka, Pipi. Alles. Müde ist sie auch. Ich hatte ja wirklich alles. Ja, schlimm. Jennifer. Zuflucht. Ja, natürlich, klar. Nein. So. Ich würde sagen, wir speichern. Melissa pennt in der Zeit eine Runde. Hat die uns gerade, weil wir sie abgelehnt hat, unseren Sauerstofffilter beschädigt? Die hat da draufgehauen und dann war das Reparaturding da. Melissa ist bewusstlos. Was? Wieso ist Melissa bewusstlos? Warum? Der ging's doch gut. Melissa, wir haben da ein Problem. Weil sie blutet. Unvergiftet. Die war doch nur unterwegs. Wann ist das denn passiert? Jetzt ist da niemand mehr happy, 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 ne. Stand da eben. Die hat gegen den... Ach, den scheiß Bären. Ach, wegen dem Bären. Warum? Ja, weil Melissa mit dem Bär gekuschelt hat. Ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Er hat da mit dem Bär gekuschelt. Oh no. Letty hat dich getötet. Was ist mit mir los? Weil du mit dem Bären gekuschelt hast vorhin, du wolltest ja dringend, hast du ein kleines Aua-Aua gehabt, Melissa, und ich muss dich jetzt in den Ofen werfen. Ich hoffe, du brennst gut. Tut mir leid. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Wir haben den Boden unter den Füßen verloren, als wir Melissa verloren haben. Wir dachten, dass es am besten wäre, wenn wir sie verbrennen. Die Würmer müssen wohl leider hungern. Bitte, was? Nein, du bist nicht tot. Du bist nur heiß jetzt. Also, sehr. Ja. Tut mir leid. Melissa, tut mir leid. Das war fast keine Absicht. Leid. Tut mir leid. Du hättest nicht mit den Bären kuscheln dürfen, Melissa. Das war der Fehler.
Ja, Melissa ist schuld, ja. Hast du doch gerade gesagt. Ja. Ja. Irgendeiner muss ja schuld sein. Tut mir leid. Arme Melissa, tut mir leid. Tut mir sehr leid. Wir sind alle ganz traurig. Aber du hast ein gutes Feuerchen abgegeben. Ja. Ich hoffe, das ist okay. Du hast noch einen Nutzen. Die Katze hat auch Hunger, ne? Du hast doch nur was gegen, wen ich liebe. Ich kriege ja von meiner Frau. Manchmal. Wenn sie mich nicht gerade verhaut. Es tut mir so leid. 980 von 1000. Noch zwei Sticker. So, alle den richtigen Teile zum System. Du siehst, Tibi ist schon wieder voll, hier, Dolores ist schon wieder voll drin. Die Konkurrentin ausgeschaltet, weißt du? Die Konkurrentin ausgeschaltet, jetzt geht's Dolores wieder gut. Die hat was damit zu tun, glaub mir. Die hat den Bär bestimmt bestochen. Ja. Ich glaube, Dolores ist schuld. Ziemlich sicher. Ich würde es ihr ankreiden. Ja. Ich würde drüber nachdenken. Kapazität des Wasserspeichers. Ja, weiß ich noch. So. So, Ted muss auch schlafen. Katze schläft am Ofen. Die trauert um dich, Melissa, die Katze. Die wärmt sich an deinem verbrannten Körper. Das ist gruselig, ich weiß. Ja, dafür spucke ich jetzt rum. Ja, es ist okay. Es ist ein bisschen Unterhaltung für die Kinder. Es ist okay. Ted ist müde. Was ist Ted eigentlich mal nicht? Komm. Timmy ist jetzt der Erste, der mit Seife duscht. Krasser Scheiß. Da ist noch ein Hirsch. Der ist in Warteschleife jetzt. So. Ja. Leichter Sandsturm. Das ist okay. Oh. Ich hab ein schlechtes Gewissen. Die arme Melissa. Ted hat Hunger. Ted hat wieder alles, ne? Das können wir erstmal speichern, ne? Wie speichern wir denn eigentlich? Speichert der von alleine? Ja. Speichern! Ja, siehst du wenigstens einer. Ja. Ich find's gut. So. Ey, tut mir leid, tut mir leid. Ja. Ja. Es tut mir leid. Tut mir leid, Melissa. Das ist alles die Schuld von den blöden Bären. So. Noch ein Sticker, dann geht's ab hier. Leute. Noch ein Sticker, dann geht es ab. 990 von 1000. Dann haben wir ihn voll. Ich guck gerade selber nach hier. Ich hab das Tool. Da steht es. So. Bits! Was Bits? Elisa, danke für die 5 Bits. Dankeschön. Vielen Dank. Ah. So. Ist das hell. Dev fragt die Tage dann Payday 3. Ja, muss ich gucken. Da ist es. Jetzt geht's ab, Leute.
Bits! Was Bits? Oh ja, Käse, Käse, Katze, Käse. Du denkst dich, was will der blöde Kerl da nur? Haben wir eine Runde getanzt? Oh. Dankeschön, Melissa. Dankeschön für das Stickerchen. Schön. Will der blöde Kerl da nur? Haben wir getanzt? Jetzt Papa sauber machen. So, Pio hat mitgetanzt. Und die Sticker. Nein, mein Kabel. Nein, böse. Nein, nicht dran denken. Nein. Böse. Ja, mach Papa sauber. So. So, jetzt stelle ich erstmal das runter. Das kann man gar nicht runterstellen. Ja. Es geht nur von 1000 bis 20.000 das Ziel. Weniger geht gar nicht. Ja. Katze hat sich jetzt hierher gelegt. Und wird weiter gekrault. Geht tatsächlich nur von 1000 bis 20.000. Ich kann es gar nicht runterstellen. Weinerei. Katze sind das Süßeste auf der Welt. Ja, die ja auch. Ja, die auf jeden Fall. Die ist ein bisschen bescheuert. Rennt einige Dinge immer um. Macht alles kaputt. Und, Sie, guten Abend. Hast die Stickerparty verpasst. Tanz mit der Katze. Ja, und ich habe die Katze gefressen. Also zumindest den Fuß. Was machst Bits! Du? Was hast du? Bits! Ach, Kabel, ja. Ja, Kabel bewegt sich. Lisa, danke schön. Für die Bits, danke schön. Lisi, wie geht's dir? Guten Abend. Ich muss kurz die Katze kneten. Sekunde. Katze. Ich will weg hier. Nee, ist nur das Kabel interessant. Es bewegt sich. Kleines Mod. Ey, wo gehst du hin? Ich wollte gerade mit dir kuscheln, du Arsch. Kommst du wieder her? Kommst du wieder her? Komm wieder. Versteckt sich hinterm Monitor. Aber ne, der ist 3 Monate. Der ist 5, 6 Monate. Was, Pio Pio, furzt Fletti ins Gesicht. Ja, wenn ich so weitermache, auf jeden Fall. Steckt sich unterm Monitor. Was wird das? Was wird das jetzt hier? Krieg ich mein Kabel von der Maus, wenn du da reinbeißt, ne? Dann müssen wir miteinander reden. Ja. So. Sekunde, Leute. Wir verabschieden uns erstmal kurz auf TikTok. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Dankeschön für alle, die da waren. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, ist schon spät. Der alte Mann muss ins Bett. Auch sein Schönheitsschlaf und so. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja. Das war TikTok. Ich habe meinen vor einem Monat geholt. Die ist 3 Monate. Fotos von Miezekatzen immer gerne in Discord. Discord zu finden unten auf Twitch, wenn du etwas runterscrollst. Katzenfotos gehen immer. Da sind auch Katzenfotos von uns. Ja. Immer her damit. Das geht immer. Ja. So, wir gucken jetzt gerade nochmal, ob jemand da ist. Ja, der Befehl, geht der Befehl überhaupt? Nee, ne? Ah, ich weiß, wer da ist. Dieser komische Typ. Ja, das ist so ein komischer Typ. Ja. Wir gehen mal zu diesem komischen Typ. Ist ein komischer alter Mann ohne Bart. Oder ein bisschen Bart, okay. Ich lese im Chat gerade die tauschen Dickpics. Also falls ihr Interesse habt, bleibt da. Wir gehen zum Tobi. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Wir sehen uns morgen wieder vielleicht. Mal gucken. Oder bei Melu wieder. Oder mit Melu. Oder auf Melu. Wir gucken mal. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Oh.